Guten Abend, meine Lieben. Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ihr seht, ich habe wieder einen tollen Gast neben mir sitzen, den Dr. Marcel Fleming. Für die Leute, die schon in früheren Streams da waren, ihr kennt ihn als Marcel. Man kann mich duzen, ja. Wir dürfen ihn duzen. Bitte darum, bitte darum. Genau, und wir waren gerade schon vertieft in sehr tiefgründige Gespräche über Gott und die Welt. Und jetzt muss ich mich mal erinnern, was wir eigentlich vorhaben heute Abend. Also erstmal möchte ich ein paar Leuten Hallo sagen. Ich sehe, die Simon Spatz ist da, der Hannes ist da. Die Danika hat heute den Fick gesprüht, kann das sein oder habe ich mich da verlesen? Ja, bei dem Wetter, den Fick. Ach so. Nicht mit CK, mit G. Das ist so ein schöner, den habe ich dir schon Man mal gezeigt. Das ist ganz so weich, Gäste. Ja, ich genau. Erinnere mich. Ja. Den Fick. Da musste ich auch kurz stutzen. Genau. So, genau, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Jetzt sagen wir ganz kurz ein ganz liebes Dankeschön an alle meine Mitglieder, die sich seit dem letzten Mal verlängert haben. Und zwar Sandbear, Jana Spies, Jelena Kalinovic, Ella, Saar, Oz, Samira, Marlena K., Jule, Elias Elf, Sarah Sophie, Agnes Lydia, die Caro, die Silke Dörr, Kerstin Bischoff, Jonas H., Michaela M., Jirin Hofmeister, Christian A., Andrea Höhn, Süßkind Parfum, Nina Aumüller, Schatzuri, die Nicoletta Deikert, Belli, Jacqueline Wolf, Michael 70, Taifun Chitak, V. Vogel und Anania. So, jetzt bin ich recht flüssig durchgekommen. Ja, nicht schlecht. Sehr gut, gell? Ja, Leute, okay, also. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was wir heute für ein Thema besprechen mit dem Marcel, beziehungsweise was wir heute wieder lernen dürfen. Du hast das fast vergessen, gell? Ich musste dich nochmal erinnern. Das war aber letzte Woche. Ja, stimmt. Weil das Ding, also wir waren ja beide im Urlaub. Ich war in der Toskana und er war in Frankreich. Und dann irgendwann meldet er sich. Du hast dich gemeldet, glaube ich. Ich so, oh, wir haben einen Stream ausgemacht und ich so, okay, über was wollten wir eigentlich sprechen? Wir haben nämlich die Themen, haben wir schon vor Monaten mal ausgemacht. Ja, genau. Und dann, War ich mir nicht mehr sicher, aber egal. Bevor wir starten, vielleicht kündigen wir das Thema kurz an, damit ihr euch schon mal freuen könnt. Und zwar sprechen wir heute über einzelne spezifische Inhaltsstoffe. Ich habe mal 6 ausgesucht, die ich spannend finde. Und der Marcel erklärt uns heute, wie die zustande kommen, wie die Herstellung des Parfumöls stattfindet, oder? Die Pflanze, ein bisschen was zur Pflanze, genau. Zu dem Extrakt oder dem Öl. Mhm. Und dann hat er auch die Essenzen dabei, die wir dann pur riechen werden. Und ich habe zu jedem Duftstoff ein paar passende Düfte auch rausgesucht. Das heißt, ich darf sozusagen die Essenzen in Rohform riechen. Und der Marcel darf sie dann in Parfum verarbeitet riechen. Und dann, ich habe zu jedem Duftstoff ein paar mehr Parfums rausgesucht, sodass wir auch ein bisschen die Unterschiede dann. Das ist cool. Da lerne ich. Wir lernen quasi beide heute viel. Genau. Das war der Plan. Ich sehe schon, bei manchen gewittert es gerade. Ich habe jetzt gerade nochmal auf unseren Wetterradar geschaut. Bei uns sieht alles gut aus. Und ich glaube, bleibt es auch. Also, ich glaube, bei uns zieht es heute nicht vorbei. Aber in Fürstenfeldbruck habe ich gesehen, ist schon. Oder? Naja, oder Frankfurt am Main, kann auch sein. Egal, okay, also ich freue mich schon riesig auf das Thema. 2 kleine Ankündigungen noch, bevor wir da reinstarten. Und zwar, falls ihr das jetzt schon gehört habt und schon abgestimmt habt, entschuldige ich mich dafür, dass ihr die Info nochmal kriegt an alle anderen, die noch nicht wissen, wovon ich rede. Ich wollte euch bitten, doch bitte beim Publikumspreis der Duftstars abzustimmen. Der Publikumspreis der Duftstars ist dieser hier. Und wenn ihr dort abstimmt, könnt ihr gewinnen eine Reise nach Mallorca, eine Luxushandtasche, einen Kugelschreiber von Montblanc und 50 Duftpakete. Und jetzt fragt ihr euch, für was werdet ihr abstimmen? Ihr könnt abstimmen oder ihr müsst abstimmen, wenn ihr die Abstimmung macht. Dann müsst ihr nämlich jede Stimme geben für einmal eine dieser 4 Damendüfte. Und ich sage da jetzt bewusst nichts zu denen, weil ich angehalten bin, keine Präferenz auszudrücken. Deswegen verzeiht mir, wenn jetzt an der Stelle kein Review kommt. Die Reviews gibt es dann, wenn sozusagen, wenn das ganze Ding vorbei ist. Posthum. Genau, posthum. Dann gibt es 3 Herrendüfte, für die ihr abstimmen könnt. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Es gibt auch einen Creator Award. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr für mich abstimmt natürlich. Das wäre ziemlich cool, weil, ne? Also.
Weil halt. Weil es eine schöne Anerkennung wäre. Das ist schon, also ich, das ist, würde mich schon sehr freuen. Und dann gibt es auch noch, Verzeihung, gibt es auch noch eine Kampagne, für die ihr abstimmen könnt hier. Genau, also welche Werbekampagne euch am besten gefallen habt oder welches Bild euch am besten gefällt. Das habe ich am wenigsten verstanden, ja, was ich abgestimmt habe, was mehr, ich da drücken soll. Ja, ich habe einfach, ja. Nee, ihr müsst einfach nur den Haken irgendwo setzen und genau, dann stimmt ihr da ab und dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr das macht. Ja, genau. Okay, das war Nummer eins. Dann die zweite kleine Ankündigung ist im nächsten Stream, also in 2 Wochen, das ist dann der 26. werde ich wieder live ein Duftset von The Perfume Collective besprechen, und zwar das Gourmand-Set. Und jetzt ist sozusagen die letzte Chance, dass ihr euch das noch holen könnt, wenn ihr mitriechen wollt das nächste Mal. Ich kann euch den Link kurz in den Chat schreiben. Das ist die Gourmand Collection, die wir uns das nächste Mal anschauen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe große Hoffnungen für die. In der letzten, was waren die letzte? Das war, glaube ich, die Aquatic oder die Skin? Da war nicht so viel für mich dabei. Aber bei den Gourmands, da habe ich richtig, da habe ich große Hoffnung, dass da ein paar coole dabei sind. Falls ihr live mitriechen wollt, dann holt euch das Set. Und sollte euch dann bei dem Set irgendwas total gefallen und ihr wollt von irgendeinem Duft die Vollgröße holen, dann könnt ihr einen ziemlich großen Rabatt kriegen mit einem meiner Codes. Aber das seht ihr dann, falls ihr euch das Set besorgt. Okay, das war jetzt sozusagen wie sagt man da, das war jetzt der Vorspann. Und jetzt zum Main Event. Genau. Ja, Marcel, magst du? Ja, ich muss noch ganz kurz mich entschuldigen, falls meine Augen kaninchenhaft ausschauen. Schauen sie kaninchenhaft aus? Okay, ich glaub, dann sieht man es auch nicht. Das denkst du nur, ja. Also, aber es waren schon ein bisschen rot. Also ich habe heute eine halbe Tonne Iris abgefüllt in Säcke und die staubt. Und den Staub habe ich zwar zum Glück nicht eingeatmet wegen Maske, aber ich habe sie in die Augen bekommen, den Staub in die Augen bekommen. Mhm. Deshalb schaue ich ein bisschen kaninchenartig aus, und wenn ich mir in die Augen fasse, dann liegt es daran. Also das möchte ich nur so vorweg schicken, falls es komisch wirkt. Und noch, sorry, ich habe einen Anfängerfehler gemacht. Jetzt habe ich euch gerade gesagt, ihr sollt beim Duftstars-Preis abstimmen und habe euch nicht mal einen Link reingeschickt. Ich schreibe den jetzt noch in den Chat. Also wenn ihr noch abstimmen wollt, dann macht es bitte, jetzt unter diesem Link hier. Dann kommt ihr direkt hin und genau. Und vielen Dank an alle, die schon abgestimmt haben. Das sind ja auch ein paar gewesen, habe ich gelesen. Okay, gut. Marcel, du hast das Wort. Okay. Eichenmoos, oder? Fangen wir an mit Eichenmoos. Eichenmoos. Also, das Erste, denke ich, was man zum Eichenmoos sagen muss, ist, dass es kein Moos ist. Also es hat mit Moos gar nichts zu tun. Moos ist eine Pflanze, eine niedere Pflanze, ist ein bisschen gemein, das so zu nennen, aber eine, wie soll man sagen, eine entwicklungsgeschichtlich alte Pflanze, eine primitive Pflanze. Die hat also nicht so wie ein Apfelbaum Wurzel, Spross, Blatt und bildet Früchte, ist eine Sporenpflanze, ein Moos. Und das Eichenmoos ist noch was viel Cooleres. Ich habe hier mal so ein ähnliches Ding mitgebracht. Das Eichenmoos ist eine Flechte. Moment, jetzt versuchen wir mal, ob wir das vielleicht so hinkriegen, wenn ich es ganz nah hinhalte. Seht ihr ja, das? Ja, man kann das sehen, ja. Das ist schon gut. Aber ich muss zurück. Du musst auch mehr zu mir rutschen, genau. So. Jetzt. So sieht das aus. Genau. Wie so eine Koralle, ein bisschen fast schon. Also wie so eine. Ja. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich kein Eichenmoos, zum Glück, weil das nämlich geschützt bei uns. Also das, wenn es ein echtes wäre, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich mich öffentlich das Eichenmoos pflücken. Komm ich in Teufelsküche, wenn du hier illegale Sachen machst. Ja. Also ich hoffe, es ist keins. Ich bin jetzt nicht der Flechtenexperte. Das ist schon ein nerdiges Fach. Ja? Also Flechtenexperte zu sein, ist wirklich sehr nerdig. Aber das sind sehr spannende Organismen, denn es ist kein Einzelorganismus. Es hat zwar einen Artnamen, so wie die anderen Pflanzen auch, also oder Tiere, also dieser Doppelname, die heißt Evernia punastri. Ja? Also die. Und das ist aber eine Symbiose, eine fast perfekte Symbiose aus einem Pilz und einer Alge oder einer Blaualge, also einem Cyanobakterium. Ich dachte, Algen gibt es nur Wasser. Ja, und dort. Okay. Und der Pilz bildet quasi dieses Gebilde und die Alge lebt in dem Gewebe des Pilzes. Okay, ja? Sorry, das muss ich jetzt kurz visualisieren. Also es gibt einen Pilz und in dem Pilz wohnt die Alge drin. Genau, beide können alleine nicht sonderlich gut.
Also okay. Die können auch alleine überleben, aber sie bilden gemeinsam dann einen völlig neuen Organismus. Mhm. Und das ist eine Flechte und die, also man weiß noch nicht so genau, was die Alge davon hat. Der Pilz hat sehr viel von der Alge. Die Alge macht Photosynthese. Der Pilz stellt wohl Wasser und Mineralstoffe zur Verfügung. Also der liefert das quasi und bietet Schutz ein bisschen und auch was zu viel Sonneneinstrahlung. Und die Alge macht Photosynthese und der Pilz zapft quasi die Alge an. Und man vermutet, dass so 80% irgendwie von der Syntheseleistung der Alge, also des pflanzlichen Partners, der Pilz abkriegt. Ja, also das ist eher so ein bisschen so eine sklavenhalterische Symbiose irgendwie. Also so einer profitiert mehr als der andere. Genau, wie so oft. Das ist ja eigentlich oft so. Und die Alge hat wahrscheinlich keine Wahl. Gut, sie ist da drin und es geht ihr ganz gut. Und diese Flechte, also diese Art, dieses Eichenmoos, macht eben eine besondere Inhaltsstoffspektrum. Also okay. Da sind auch über 170 Substanzen bekannt darin. Aha. Ich habe da so ein Review gelesen von in so einem Journal. Absolut irre. Also die Strukturvielfalt ist grandios. Aber Frage, das Eichenmoos... Ist das dann nur das Moos von der Eiche oder ist es ein Überbegriff für mehrere Moose? Nee, also das Eichenmoos ist tatsächlich wirklich eine Art und kein Moos, sondern eine Flechte. Also eine, sorry. Entschuldigung, also ist eine Flechte. Ich will hier nicht so besserwisserisch sein, aber ein Moos ist es. Also es ist die Flechte. Mhm. Und das Eichenmoos wächst aber nicht nur auf Eichen, wächst auch auf anderen Bäumen, aber gerne auch auf Eichen. Und dann gibt es ja noch das Baummoos, das ist so das bisschen das billigere Eichenmoos, das gibt es auch noch, das wächst halt auch gern mal auf so Nadelbäumen und so weiter. Und das kommt eigentlich vor von Skandinavien bis Nordafrika, also das kann man eigentlich... Und warum ist es geschützt? Bei uns, ja, also Flechten mögen saubere Luft, vielleicht ist das bei uns nicht so gegeben, deshalb mögen sie es bei uns halt vielleicht nicht so, deshalb ist die bei uns relativ selten, aber am Balkan wird die viel gesammelt und auch in Marokko und dann vielleicht auch die Regeln weniger streng sind, kann auch sein. Mhm. Und dann wird das meistens in Frankreich extrahiert. Das wird also nicht destilliert, sondern das kannst Zeug, du mal nehmen? Ja gerne, sehr gerne, ich lasse es dir auch gerne da. Das wird extrahiert mit Lösungsmittel. Also da wird Lösungsmittel draufgekippt. Also in der Regel erstmal ein unpolares, also sowas wie Hexan oder so, und um danach ein Absolut rauszumachen. Das riecht überhaupt nicht so grün beißend, wie ich es von dem Eichenmoosgeruch eigentlich kenne. Also eigentlich, also der Duft, also von dem puren Eichenmoos, soll ich es dir mal drauf? Ich habe verdünntes Eichenmoos absolut da. Okay. Ich pipettiere es sehr gespannt, weil ich habe keine Eichenmoos-Essenz hier. Achso, das hast du nicht da? Nee, das habe ich nicht da. Und ich habe eine Vorstellung davon, wie das riechen soll. Es ist ganz abgefahren. Es ist wirklich... Lass dich jetzt einfach mal. Ich teste mal, ob der Alkohol schon weg ist. Übrigens, ganz lieben Dank an den Chris K., der gerade zwei Mitgliedschaften verschenkt. Lieben Dank. Ich glaube, die Danika hat eine bekommen und... Die Silvia von Ohlen. Ja, okay, ja, doch, genau. Es ist so, für mich eigentlich, ich kenne es nur aus Parfum, ja. Aber für mich ist es mit die grünste Note, die es gibt. Grün, aber auch, man sagt ja auch, irgendwie erdig, phenolisch, also phenolisch, weil phenolisch ist so eine Umschreibung, da beschreibe ich jetzt einen Duft mit einer Substanz, die fast niemand kennt. Das ist so medizinisch fast schon, also so, so krankenhausartig. So ein bisschen wie Lavendel hat manchmal auch so eine medizinische Qualität. Genau. Ne? Aber was das Eichenmoos dann später macht, nachdem das erdig-medizinische weg ist, da bleibt was ganz Süßes, Pflaumenartiges, also da bleibt was anderes über dann. Also das wird wahrscheinlich aber den Rahmen des Streams sprengen, weil das wahrscheinlich morgen oder übermorgen erst der Fall sein wird. Also das dauert einfach... Also du meinst, es wird süß zum Ende hin? Das wird dann süß und angenehm. Ich hab mir auch ein paar Sachen rausgeschrieben. Also, die Sarah Sophie denkt an Nomad, den habe ich hier, den lassen wir gleich riechen. Jodartig, genau. Jod, so, ja. Wie Jodtinktur, aber auch Heu... So heuartig. Ja, finde ich auch. So ein bisschen moderig auch. Genau, also aber wirklich toll. Also ich finde den wahnsinnig toll. Und er hat extrem fixierende, also ein guter Fixateur, kann eben andere Duftstoffe daran hindern, schneller abzuhauen und mischt fast mit allem. Deswegen ist das wahrscheinlich auch immer Basisnote. Ne? Man sieht selten einen Duft, wo Eichenmoos irgendwie in der Kopfnote steht. Genau, es geht gar nicht, weil das kann man dem Eichenmoos nicht sagen, wann es verdampfen soll quasi oder wann es verdunsten soll, sondern das wird es dann tun, wie seine Chemie das quasi
und sein Umfeld quasi das, ja. Und es ist aber leider allergen wohl, also ich habe noch nichts gespürt an mir, aber es ist allergen, deshalb ist es sehr begrenzt in der Einsatzkonzentration. Jetzt habe ich mal gehört, dass alles Eichenmoos nur synthetisch verwendet wird im Parfum. Stimmt das? Soweit ich weiß nicht. Also vielleicht gibt es jetzt eine neue Regelung, glaube ich, ab 2024. Da weiß ich nicht, wie es ist. Aber bisher ist Eichenmoos immer noch ein wichtiger Bestandteil von Parfums. Ein ganz große Klassik auch von Chanel und so. Mhm. Die würden gar nicht auskommen ohne Eichenmoos. Würde gar nicht gehen. Also kann man das züchten? Ich glaube nicht. Weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht geschützt. Das müsste ja, man es nicht schützen. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber eigentlich müsste es gehen. Wahrscheinlich rentiert sich das nicht. Ich glaube, da fällt gleich was runter. Nee. Nicht? Okay. Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht, dass man es züchten kann. Aber man sagt auch, man kann keine Trüffel züchten und irgendwie geht es dann doch irgendwie, wenn man einen Wald pflanzt, der vorher geimpft wurde oder so. Wenn du halt Geduld hast und ich glaube, das Eichenmoos wächst extrem langsam. Also das ist so ein ganz extrem langsam wachsender Organismus, weil die Algen halt, das ist meistens auch trocken, es ist wenig Wasser da, das heißt, die können jetzt nicht so Gas geben wie eine normale Pflanze mit Wurzeln. Und ja. Ich schiele ja die ganze Zeit auf so einen Tiegel, der da steht. Was ist denn das? Dieser Tiegel, vielleicht kann man das, ist, da ist was Teerartiges drin. Ja, genau. Da ist schon ein bisschen was rausgeholt, um die Verdünnung zu machen. Das ist fast glänzend glatt. So ein Eyeliner fast. Ja, also das ist eigentlich wie Asphalt und es riecht auch ein bisschen so. Und das ist tatsächlich der pure Eichenmoos. Das pure Eichenmoos absolut. Das ist viel intensiver als das auf dem Wahnsinn. Aber fast nicht erträglich, finde ich. Also ich finde es. Ich glaube jetzt nicht, dass mich da der visuelle Eindruck trickt, aber es riecht wie nach Teer. Ja, es riecht Teer, finde ich auch. Es riecht wie. Es riecht wie Teer. Ja, aber hier in der Verdünnung, wenn ich dir das nochmal geben darf, ist es jetzt kommt auch so ein bisschen so eine Süße. Ja, stimmt. Ich finde es super delikat, ich finde es richtig gut. Also ich mag das Eichenmoos sehr, sehr gern. Schade, dass es allergen ist. Mein Gott. Aber allergen heißt ja nur, es gibt Leute, die darauf reagieren. Genau, eben. Und dann, wenn man es weiß, dann nimmt man es halt nicht her. Man muss es halt deklarieren. Ich meine, man soll auch, wenn man schwanger ist, keine Rohmilchkäse essen. Ah, ja. Schau mal, Heinz und Parfumlabor, er stellt selber auch Parfums her, kennt sich ein bisschen aus, sagt 0,1% im Duftkonzentrat sind noch erlaubt. Ja. Aha, okay. 0,1, final. Ja. Und Franz Lucky Photography sagt Roger Dove, kennst du die Marke Roger Parfum? Das ist der. Nee. Die haben diese wunderschönen Flakons. Ich habe sogar einen outen, als totaler nicht. Das kenne ich schon. Diese Marke. Die Marke habe ich schon mal gehört. Der sagt wohl, dass man es noch verwenden darf, wenn man einen bestimmten Teil des Moleküls entfernt. Das stimmt. Das sind also aus der Mischung, dass man weiß ungefähr, welche Stoffe die Allergene sind. Wobei da immer noch drüber gestritten wird. Manche sagen, es kommt auch vielleicht von der Rinde, von den Nadelbäumen. Ich muss zugeben, dadurch, dass es so viele Inhaltsstoffe sind und ich jetzt kein Eichenmoos-Experte, muss ich passen, welcher Stoff das genau ist, der allergen ist. Magst du mal ein paar Düfte riechen mit Eichenmoos? Sehr gerne. Okay, also der Nomad wurde gerade schon genannt. Das ist, finde ich, der Damenduft, in dem Eichenmoos... Na, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen. Ich lasse dich erstmal riechen. Also Nomad, wer meinen Kanal schaut, der hat mich schon oft über den reden hören. Hier ist es kombiniert mit Fresie und Mirabelle. Oh, wow, okay. Nicht dein Ding? Doch, also an einer Frau glaube ich voll, doch. Es ist, finde ich, schon sehr feminin, extrem feminin. Das ist ein Damenduft, ja. Ich rieche das Eichenmoos nicht. Echt? Nee, dabei nicht. Ja, doch, vielleicht. Mich klatscht halt das Fruchtige jetzt um. Ja, die Mirabelle also am Anfang kommt stark, ja, das stimmt. Du kannst dir den mal rüberlegen, wenn du möchtest. Legen wir ihn hierher, dann stellen wir den drauf. Ja. Dann kannst du nachher nochmal riechen. Ich glaube, dass das erst ein bisschen später kommt. Aber ich meine, man kann es schon erahnen. So, Eichenmoos ist tatsächlich, habe ich das Gefühl, nie der Star in irgendeinem Duft. Es ist immer nur unterstützend. Ne? Wahrscheinlich, weil er halt auch so begrenzt ist. Ich bin halt mit der Konzentration so begrenzt. Ja, jetzt habe ich hier noch... Dann kann ich halt den nicht reinknallen, wie ich will. Ja. Das ist jetzt ein Chypre. Das ist einer meiner All-Time-Lieblingsdüfte. Genau, da muss er auch mit rein. Also da muss es mit rein. Oh, aber da riechst du es schon.
Riechst aber auch das Patchouli wahrscheinlich stark. Ja, ne? Patchouli ist stark drin. Oh, ist aber gut. Der ist so toll. Super. Das ist so richtig schicker Duft. Ja, sehr schick. Würdest du den als Mann auch tragen? Den würde ich als Mann tragen, doch. Den anderen jetzt nicht, den Nomad. Ja, also. Och, gut, super. Ich hatte den schon ewig kein Video mehr drin, den Credior, aber. Auch weich. Muss, also, ja. Der ist auch ziemlich. Der ist super, ziemlich. Ja. Es ist dieses Bergamotte Rose Patchouli. Bisschen Eichenmus. Ist einfach nur schick. Ich finde den schon maskulin auch. Findest du maskulin? Auch, also. Ich finde, der hat maskuline Anteile, also er hat auch herbe Anteile. Ja, ja. Ich mag das, also diese Chypre-Düfte, auch die Düfte für Damen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das nicht ursprünglich mal ein Damenduft war. Mhm. Die sind schon auch immer ein bisschen herber. Ist aber jetzt als Unisex deklariert, oder? Ja, sind die jetzt in der. Ja, klar. Ja, macht Sinn. Genau. Dann habe ich jetzt noch, da gibt es noch einen von Commodity, der heißt Moss Plus. Okay. Moss Plus. Da steht schon drauf. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt auch noch den Moss Minus und den Moss ohne irgendwas. Und Plus heißt dann besonders viel Moss, oder das wie? Das ist der intensive. Da bin ich jetzt gespannt. Ich auch. Also, du kennst ihn noch gar nicht. Ich kenne ihn, aber ich rieche persönlich nicht so viel Eichenmoos raus. Also für mich war das ein ziemlicher Curveball, weil ich viel Eichenmoos erwartet habe, aber nicht so viel rieche. Was sagst du? Nee. Nicht so viel, gell? Aber das so Moos, also so moosig irgendwie schon. Boah, hier ist mir gerade ein bisschen zu stark. Das ist zu stark, ja. Das ist doch die Plus-Version. Achso, das liegt an dem. Das heißt das Plus. So, jetzt warte. Jetzt schauen wir uns mal die Noten von dem an. Das hat mich nämlich jetzt auch interessiert. Sehr grün. Super. Ja, ist sehr grün, gell? Den, ja. Aber ich kriege den Wacholder, kriege ich viel, und das Patchouli kriege ich viel. Ja, das Veilchen rieche ich gar nicht, aber das ist wahrscheinlich Veilchenblatt. Das riecht auch nicht so veilchenartig eigentlich. Nee, ja, genau. Und das Elemi, genau, dieses so waldig. Waldig ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Ja, genau, waldig, stimmt. Ich mag ihn gern. Ich finde nur nicht, dass es ein krasser Eichenmoosduft ist. Nee, ich rieche das Eichenmoos eigentlich auch nicht. Mhm. Nee. Okay. Nee. Also bin ich nicht verrückt. Nee. So, und jetzt habe ich noch einen letzten Eichenmoosduft für dich. Und zwar, das ist jetzt der Midsummer Dream von Roger. Und hier bin ich jetzt gespannt. Roger ist wirklich dafür berühmt, nicht unter 50 Inhaltsstoffen in seinen Düften zu haben. Okay, ich bin jetzt gespannt, also, ob du das überhaupt rausfindest. Ja. Aber ich finde, der Vibe ist sehr Richtung, also ist genau das, ist sehr schicker, eichenmoosiger Herrenduft, meiner Meinung nach. Oh ja. Und der ist inspiriert von Shakespeares Sommernachtstraum. Mhm. Genau, das hier sind die Noten. Also, nee, ich müsste lügen. Ich kann es nicht riechen. Lass mir nochmal die. Ich kann es nicht rausriechen. Es ist halt, es ist überhaupt nicht so nass, sondern es ist schon eher ein trockener Geruch, gell? Ja, also, genau, super trocken. Ich finde ihn auch trocken. Das ist jetzt vielleicht das Einzige, was ich tatsächlich sagen kann. Mir ist das, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich finde ihn feucht. Echt jetzt? Ja, ich finde ihn feucht. Also für mich ist das, pass auf, ich kann es dir genau beschreiben, was ich denke, wie der ist. Für mich ist das der Duft, wenn es noch Sommer ist und ja, es wird gerade Herbst und die Abende fangen an, so ein bisschen zu frösteln. Ja. Dann irgend so eine, ich denke mal an unsere Studentenpartys damals, an so Waldrand, Baggersee und so weiter. Und du riechst den Wald, du riechst auch, wie die Feuchtigkeit und die Kälte reinkriecht. Mhm. Und es ist irgendwie aber trotzdem eine sehr serene Stimmung. Irgendwie. Die frische Luftartig. Und das sind die alte Hüde wahrscheinlich, glaube ich. Mhm. Also die rieche ich tatsächlich. Mhm. Das ist eigentlich somit das Einzige, was ich jetzt wirklich rausriechen kann. Das sind, glaube ich, die alte Hüde. Das macht es gleich so Chanel Nummer 5-ig. Ja, ja, okay. Also die Aldehyde, wenn man nur die Aldehyde, ja, jetzt, aber die springen einen, finde ich, schon ein bisschen an am Anfang. Das stimmt, ja. Ja, eben, frische Luft, wie ja, du sagst. Ja, das ist ja irgendwie, man hat, das ist so ein Draußenduft. Aber das Eichenmoos. Merkst nicht? Nee. Aber das ist echt schwer. Also das ist, der ist ja auch nicht sehr, der ist nicht sehr volatil. Der macht jetzt nicht so eine riesen Aura. Der ist halt hinten. Mhm. Wahrscheinlich, wenn wir in drei Tagen an den riechen,
Dann ist vielleicht nur noch besser, Eichenmus, ja. Vanille und Patchouli da. So ungefähr. Das heißt, am stärksten haben wir es jetzt gerochen in Gridiora, oder? Mhm. Ja, schön. Auf alle Fälle. Wobei, ich rieche jetzt nochmal an diesem Chloé-Ding. Nee, ich fange nichts Lügen an. Okay. Ich riech's nicht. Mir ist es ja auch wurscht. Ich habe da keine nicht. Chips auf dem Tisch. Also, was die da reinschreiben in ihre Duftpyramide. Ja, eben. Wer weiß. Genau, okay. Dann... ja, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, schließen wir das Eichenmus ab, oder? Du sagst deinen nächsten Wunsch. Gehen wir weiter zur Vanille. Schauen wir uns die Vanille an. Okay. Vanille muss schon sein. Die Vanille. Da ist sie. Also, bei der Vanille habe ich wirklich auch Anschauungsobjekte da. Mhm. Ich hole mal eins rauf. Ja. Das werde ich dir auch da lassen. Ups, ich hoffe, ich schütze nicht aus jetzt. Kann man es gut sehen? Ja, man sieht die Vanille. Man sieht es ganz gut. Ja. Man sieht es. Und ich muss auf die gleiche Höhe heben. Gell? Ja. Also man sieht schon, das ist tatsächlich eine Vanillepflanze. Man kann erahnen, dass ein Rankengewächs ist. Also das ist quasi eine Kletterpflanze. Mhm, und es riecht nach nichts. Sie riecht nach absolut gar nichts, genau. Und es ist eine Orchidee. Das ist also die Pflanzenfamilie der Orchideen. Mhm. Das ist die einzige Nutzpflanze, soweit ich weiß, die aus dieser riesigen Familie der Orchideen quasi entstammt. Mhm. Und man sieht hier, die hat hier so Luftwurzeln, so mit denen klettert sie. Das sind also mit denen klettern sie und können da aber auch Wasser aufnehmen und sich festhalten und so weiter. Und die wird riesig. Also ich habe eine Vanillepflanze bei mir daheim, die habe ich mal irgendwann aus dem Botanischen Garten mir geholt. Also nicht... die ist nicht vom Laster gefallen, sondern man kann dort fragen und etwas kriegen mich, dass ich mich hier, ich muss aufpassen, was ich erzähle, und habe die quasi bekommen und die wächst halt seitdem bei mir und die wird riesig und die muss man dann so Dreadlock-turmartig um etwas rumschlingen, damit es eben, weil du hast wahrscheinlich kein 10 Meter hohes Fenster. Also die kann 10, 20, also die kann bis zu 20 Meter hoch. Aber sag mal, von der Pflege her ist die auch so heikel wie andere Orchideen? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich mache gar nichts mit. Ich gieße, das war's. Gießen und Licht. Aber sag mal, die Vanille jetzt, wenn man eine richtige anbaut jetzt und die dann ernten will, die wird ja hauptsächlich auf Madagaskar eigentlich. Madagaskar, Indonesien, Réunion. Und warum nur da? Die ist eine tropische Pflanze, ist eine tropische Orchidee. Mhm. Und, das heißt, sie muss drinnen bleiben. Sie muss immer drin bleiben, genau. Das mag sie, also Kälte mag sie gar nicht. Mhm. Auch nicht kaltes Fenster aufmachen. Ich glaube, wir verstehen uns gut. Das mag sie nicht. Und ich glaube, so mit einer der zickigsten Nutzpflanzen wahrscheinlich weltweit. Mhm. Also ich glaube, also Vanilleanbau ist tricky, gell? Ist tricky. Also man muss sie dann ganz speziell rumschlingen, mehrmals, weil ich meine, auf 10 Meter Höhe wirst du auch nicht unbedingt die Blüten ernten. Und dann blüht die halt extrem schwierig auch, also die braucht dann genau die richtige Tageslänge und die richtige Temperatur dazu und Lichtintensität. Wir haben auch so eine Orchideenbart, ey, die ist genau, so also eine die, Diva. Man muss sie schon echt. Also wenn nur ich da wäre, wäre ich schon lang verreckt. Der Julius hält ja nicht. Hast du da keinen grünen Daumen? Ich habe schon Hund und zwei Kinder. Ja, okay, gut. Du musst nicht auch noch mit dem Pflanzen... Nein, aber ich werde versuchen, Acht zu geben. Ja, ich werde es kontrollieren, aber ganz ehrlich, also wenn du die umbringst, dann solltest du gar keine Pflanze mehr eigentlich... Also okay, das heißt, sie verträgt viel. Sie verträgt das, aber sie wird nie bei dir blühen, also mach dir keine Hoffnung, und sie wird auch wahrscheinlich nie eine Frucht bilden, denn, wie gesagt, extrem schwierig, Lichtintensität, Tageslänge und. Auch wie sie rumgeschlungen wurde, wie sie geschnitten wurde. Oh Gott. Und dann blüht die halt mal irgendwann, so nach mehreren Jahren. Ja, braucht auch ein bisschen Schatten, also dann Bäume, aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also ziemlich kompliziert. Und dann blüht sie mal, dann kriegt die so Infloreszenzen, wo mehrere Blüten dann erscheinen. Und die blüht dann, jede Blüte blüht dann nur einen Tag, ja, einen einzigen Tag. Jetzt weiß ich, warum so viel synthetisch hergestellt wird. Und dann wird sie auch noch, wenn sie, also ursprünglich kommt sie aus Mexiko und Mittelamerika, das ist ihre Heimat. Mhm. Und nur dort gibt es eigentlich den richtigen Bestäuber, das ist irgend so eine ganz kleine Biene, so eine winzige Mini-Biene. Und die Bienen hier, die bequemen sich, wollen sich nicht... Und selbst in ihrer natürlichen Umgebung wird vielleicht nur 1%, 2% der Blüten überhaupt bestäubt. Ah, ich habe mal gehört, dass die Vanillepflanzen teilweise händisch dann bestäubt werden. Die werden eigentlich alle händisch bestäubt. Also soweit ich weiß. Kein Verlass auf die Biene. Die Biene funktioniert, das ist die Pflanze, also Orchideen sind da generell ein bisschen eigen und die Vanille nochmal mehr. Das heißt, du musst dann wirklich da durchrennen und musst die Blüten einzeln mit der Hand bestäuben.
Und dann dauert es nochmal 9 Monate, bis dann aus der bestäubten Blüte so eine Frucht entsteht. Also die sogenannte Vanilleschote, das keine, botanisch keine Schote ist, sondern eine Kapsel. Wieso heißen die immer falsch? Wieso sind die Namen nie, ja, das? Weil die auch Botanik, bei Iris, das heißt Iris Wurzel, nein, ja, das ist ein Rhizom. Ja, genau, das ist, weil die Botaniker halt einfach sich auch ein bisschen rechtfertigen wollen. Okay. Mit einer speziellen Sprache. Ja, nicht nur die Juristen und ja, die Ärzte, die Botaniker wollen auch irgendwie mal so eine spezielle Sprache haben und dann irgendwo angeben und sagen, ja, die Melone ist gar keine, weiß ich nicht. Erdbeere ist auch keine Beere. Genau, die Erdbeere ist keine Beere, das ist der Klassiker. Nuss, eine Sammelnussfrucht ist die Erdbeere, genau. Also ziemlich schräg. Also das liegt einfach daran, wie die Frucht entsteht, aus welchen Ursprüngen, aus welchen Geweben und welche Fruchtblätter dann wie miteinander verwachsen und so weiter und wo dann die Samen aufgereiht sind. Und da gibt es halt bestimmt, da gibt es eigentlich ganz klare Definitionen, wie dann was zu heißen hat. Und aber das weiß natürlich der Normalbürger nicht, braucht er auch nicht, ist auch völlig wurscht. Wir sagen trotzdem Vanilleschote. Aber genau, wir können auch weiter Vanilleschote sagen, aber eigentlich ist es eine Kapsel. Okay, hast du eine dabei? Und ich habe auch welche dabei, aus Kolumbien sind die. Hast du die selber geerntet oder dort gekauft? Die sind von einem Kumpel von mir, der ist Kolumbianer, ein sehr guter Freund von mir ist Kolumbianer. Und der hat die mal mitgebracht. Cool. Das ist jetzt, können wir hier so einen ganzen Buschen da rausholen. Okay, jetzt müssen wir da hier. Das sind jetzt nicht die, die man schön im Supermarkt kriegt, gell? Also die sind länger. Das sind wirklich so homegrown, ja? Halt die mal ein bisschen Richtung Kamera. Noch mehr? Du musst näher, noch mehr. Genau, und jetzt versuch ich hinter meiner Hand zu verstecken. Ah, jetzt genau, haben wir es so ausgetrickst, das so. Gerät. Ja, also so schwarze, relativ hässliche, schotenförmige Früchte. Ja. Und die sind in Natura erstmal grün. Also die sind natürlich. Kann ich da auch eine rausnehmen? Ja, klar. Mag die mal anfassen? Na logisch, du kannst ja auch da einfach mal. Fassen sie sich genauso an, wie ich gedacht habe. Genau, fassen sie sich an, wie sie ausschauen. Schrumpelig und. Aber schon die Schote riecht gut. Aber sie riecht gut. Ja, sie riecht wirklich gut. Wenn man sie aufbricht. Und die sind erstmal grün, ja? Also die sind grün und prall gefüllt, also saftig und die müssen ja irgendwie so werden. Und bei der Vanille ist es eben ähnlich wie bei, also es ist eben ganz anders wie bei einem Lavendel zum Beispiel. Der Lavendel, der wächst da und blüht und dann schneide ich ihn ab und dann ist der Duftstoff da schon drin, das ätherische Öl ist drin im Lavendel, dann wird das nur noch rausgeholt durch Destillation und fertig, ja? Und die grüne Vanilleschote, Kapsel, Schote, riecht gar nicht. Also das sind auch Vorläufermoleküle drin, die gar keinen Geruch haben. Die müssen sich dann erst verstoffwechseln. Die müssen dann quasi erst durch eine Reifung, also durch eine Fermentation gebildet werden. Das ist ein ähnlicher Prozess wie beim Tabak oder ja. Der Banane. Nee, wieso bei der Banane? Ja, die grünen, die riechen auch noch. Ach so, nee, aber das ist einfach nur eine normale Fruchtreife. Also das ist eine normale Fruchtreife. Und das, was wir mit der Vanille veranstalten, das ist künstlich, artifiziell, was wir da machen. Das heißt, die grüne Schote wird erstmal in heißes Wasser getaucht, dann wird die umgebracht. Erstmal, also das ist ein bisschen brutal, also die Zellen müssen absterben quasi. Okay. Ja, die leben ja noch, ja, wie ähnlich wie bei der Zitrone. Das wird so dark. Ja, die Realität ist hart. Mhm. Und dann wird die quasi immer wieder getrocknet und wieder zusammen eingepackt in so Kisten und dann fermentiert das quasi. Also Enzyme da drin verrichten ihr Werk und spalten dann von einem Molekül zum Beispiel, wo Vanillin, also Vanillin ist ein Molekül, ein relativ kleines Molekül. Und in der Vanille per se, erstmal in Natura, hängt an diesem Vanillin ein Zuckermolekül dran. Und dann riecht es gar nicht. Also Vanillin und der Zucker dran gehangen, also es hört sich jetzt komisch an, weil das hat nichts mit Vanillezucker zu tun, ja, sondern das ist auf molekularer Ebene. Mhm. Und wenn der Zucker dann abgespalten ist, dann riecht man das Vanillin, weil dann ist es nämlich Vanillin. Dann ist es frei und dann kann ich es riechen. Vorher ist es noch nicht Vanillin, vorher sondern irgendwas. Vorher ist es Vanillosid, das ist einfach Vanillin mit Zucker dran und dann wird es Vanillin. Ich kann gar nicht auf, das ist schon gut, gell? Ja, die ist schon fein. Und das dauert dann wieder viele Wochen bis Monate und dann erst ist sind die Schoten fertig. Mhm. Und dann gab es halt Riesenprobleme auf dem Weltmarkt, dann war in Madagaskar mal ein ganz schlimmer Sturm und dann hat es da die ganzen Plantagen zusammengehauen und dann gab es aber auch Diebstähle und dann ist der Preis natürlich in die Höhe geschossen. Also, und Vanille mag jeder. Also, vielleicht gibt es. Weißt du warum? Jemanden. Stimmt, du hast es mir erzählt, wegen der Muttermilch, oder? War das? Ein bisschen, es ist in der Muttermilch drin.
Und Muttermilch mochte die meisten von uns mochten mal gerne Muttermilch. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber ich glaube, es war ganz okay. Und Vanille ist einer der meistverwendeten Aromen, auch vor allem in der Lebensmittelindustrie. Also die Parfümindustrie ist da ganz weit hinten im Verbrauch. Aber Eiscreme, Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen, Gebäck ohne Ende. Ja. Coca-Cola ist auch Vanille drin. Ja, ist ja auch in fast jedem Duft ist es ja drin. Aber jetzt sehe ich nämlich auch eine Frage, die gut dafür passt. Die Sarah Sophie fragt, sind die Schoten im Supermarkt dann genauso aufwendig herzustellen? Ja. Also gibt es alle Schoten, die man sieht, sind echte Schoten sozusagen. Ja, genau. Mhm. Ja, die sind genauso aufwendig. Und der Preis, und es sind teuer und ist auch gerechtfertigt. Und die Vanille wird dann extrahiert, also in unserem Fall mit einem Lösungsmittel, die kann ich jetzt nicht destillieren, sondern viele von den Duftstoffen, die da drin sind, da ist nicht nur Vanillin drin, da sind auch zig hundert Inhaltsstoffe drinnen. Ja. Und ungefähr 25, 26 oder so tragen bei sind Hauptduftträger. Vanillin ist nur einer davon. Dann gibt's und noch, das Synthetische ist aber dann nur das Vanillin. Das ist nur Vanillin, genau. Mhm. Und dort sind halt noch zig andere drin und dann wird es halt komplex, ja, dann wird es halt spannend und dann kriegt das Ganze halt Fülle. Und ich habe hier eine verdünnte Vanille Absolut-Lösung mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. Und ich glaube, also das wirst du, glaube ich, sehr mögen. Ich mag es auch, also ich könnte mir das auch permanent, also das kann man sich wirklich eigentlich immer reinziehen und das riecht Tage. Also zeige ich euch jetzt gleich die Farbe. Ist nämlich auch richtig schön dunkel und es passiert uns nämlich auch bei vielen unserer Parfums, die Vanille mit drin haben, die dunkeln dann nach mit der Zeit, ne? Die werden dann nämlich, das ist hier so braun, ich weiß nicht, seht ihr es? Ich verstecke mich so, wieder. Das ist so braun, ne? Das ist ziemlich brauner Fleck, ja. Oh, damn. Das reicht eigentlich schon, gell? Man riecht halt dann wie ein Kuchen, aber ja. Macht ja nichts. Ich finde, es ist super komplex, es ist... Wow. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja. Oh. Krass. Es ist süß, es ist... Das hier ist nämlich nicht so süß. Also auch süß, aber hier sind noch andere, so noch auch viele verschiedene Sachen. Das ist natürlich krass aufkonzentriert, das und die ist auch schon ein bisschen alt, also das ist jetzt eher so ein Show... aber die riecht trotzdem noch Die riecht gut, die riecht... Darf ich behalten? Ja klar, du kannst ja... Natürlich. Oh, ich liebe das. Oh, okay. Magst du ein paar Vanilledüfte riechen? Ja, natürlich. Ja, jetzt schreibt hier gerade jemand Vanille 28, den hole ich jetzt vielleicht sogar noch. Ich habe verschiedene Vanillen. Jetzt gebe ich dir vielleicht mal den Duft, wo ich persönlich finde, der ist für mich die purste Vanille. Also wenn ich wirklich nach Vanille am nähersten dran, dann trage ich den. Und es ist der Vanille West Indies von Linnaeus St. Barth. Das ist für mich... Wie heißt die Marke? St. Barth. St. Barth, ja. Okay. Und der ist schon... Wobei, es schon noch ein Unterschied, ja. Ist noch was, aber es ist noch so was das Purste, was ich habe. Mhm. Oh ja, und da ist auch dieser nach Zuckerwatte riechende Stoff mit drin. Ja. Maltol wahrscheinlich. Könnte sein, ja. Jetzt hole ich dir noch kurz den Vanille 28. Das ist schon fein, ja. Gell, das ist gut. Ich kenne halt Mont von Guerlain. Das ist super vanillig, oder glaube ich, mich zu erinnern. Oder schon, gell? Ja, den bringe ich auch mit. Ach, ja, das ist schon ziemlich gut. So, hier, mein Vanille 28 war vorhin gesagt, jemand gesagt hat, der ist nachgedunkelt. Meiner ist quasi schwarz. Oh ja, also, krass, okay. Der hat so eine Schwarzkirschfarbe. Nichts schon. Fürs Brautkleid. Nee, überhaupt nicht. Aber auch der Duftcharakter finde ich nicht sehr brauttauglich. Nicht? Trotz Muttermilch. Also, weiß ich dir, so. Wenn, also du kommst doch auch aus Bayern. Da wird erst geheiratet. Ja, und dann natürlich. Dann kommt erst die Muttermilch. Du hast vollkommen recht. Das ist jetzt sehr zuckrig. Da ist noch brauner Zucker mit dabei. Aber auch schon sehr schön. Der schmeckt, der ist mir lieber als der. Echt? Ja, der ist mir lieber. Findest du, der ist halt süßer noch, gell? Aber ich finde ihn eleganter. Aha, interessant. Ich finde ihn tatsächlich irgendwie eleganter. Ich weiß auch nicht. Doch, finde ich damenhafter. Irgendwie finde ich irgendwie mondäner. Ich weiß, mir fällt es nicht. Soll ich euch eine... Aber Vollgas-Vanille, oder? Aber ist da Iris auch drin? Kann schauen, sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist
brauner Zucker drin. Moschus, ich glaube, Vanillen, Orchidee schreiben sie hier. Schauen ja, mal, was auch immer das ist. Moschus ist, glaube ich. Moschus ist gut möglich. Hier ist er. Schau mal, wie der auf dem Bild aussieht. Auf dem Bild sieht er ach, viel heller aus. Okay. So ja, war der ja mal. Ja? So, hier. Ah nee, tatsächlich. Vanille, Vanille, Absolut. Vanille, Orchidee, genau. Brauner Zucker, Moschus. Sehr gut. Tonkabohne, Absolut. Das kriege ich persönlich aber nicht so. Vanille, Orchidee, was soll denn das? Also ich meine, zweimal oben. Also das ist, finde ich, jetzt eine sehr eigenartige Beschreibung. Was denn? Also in der Kopfnote schreiben sie hier Vanille-Orchidee und dann kommt in der Basisnote nochmal Vanille-Orchidee, was auch immer das sein soll. Vanille-Orchidee ist einfach die Pflanze. Die Pflanze ist eine Vanille. Aber es ist dann die Blüte. Aber die Blüte riecht ja nicht. Die Blüte riecht nicht. Das muss irgendwas Synthetisches sein. Also Vanille Absolut, ja, bin ich voll dabei. Mhm. Was das andere nur Vanille sein soll, weiß ich nicht. Aber man riecht, dass er drin ist, ja. Soll ich mal eine lustige Story erzählen? Letztens kontaktiert mich die Firma, die Kayali halt distribuiert oder die Agenten oder wie auch immer, ne, halt die Agents von denen und sagen, hey, liebe Leni, wir würden dir super gern unseren neuen Vanille 28 zusenden. Und ich so, wie jetzt neu? Ich habe den seit über 3 Jahren, der war in gefühlt 10 Videos von mir drin. Ich glaube, 7 Videos war der mindestens drin. Du siehst, wie leer der ist. Ich habe den auf meinem Kanal wirklich schon zu Tode geredet. Dann sage ich, wieso habt ihr irgendwas an dem verändert? Und dann schreibt sie so, ups, nee, doch, ist doch nicht neu. Oder okay, willst du trotzdem haben? Und ich so, ja, wenn ich ihn verschenken darf, dann gern. Weil ich habe ihn ja schon. Und jetzt bin ich gespannt, ob es noch kommt. Ob du es noch kriegst. Falls er kommt, verschenke ich ihn an euch. Genau. Ja, genau. Aber der ist sehr schön, oder? Gefällt mir der andere auf alle Fälle auch besser noch. Auch besser? Aber nicht besser. Also das ist der... West Indies. Ich finde, der West Indies für mich ist eleganter. Ich finde, der ja, genau. Der 28er für mich ist mehr Party, jetzt mehr... Jetzt hast du vertauscht. Oh, sorry. Jetzt, oder? Hast du selbst vertauscht? Ja. Verzeihung. Okay. Nicht, dass ich mich da nicht, nicht mehr auskenne. Magst du den Mangarana noch riechen? Ja, doch. Den mag ich schon auch. Das ist jetzt mal... Muss ich zugeben. Den finde ich gut für eine Braut. Beziehungsweise ich finde immer, ich glaube, dass Männer sich so die Frau vorstellen, die sie gerne heiraten. Habe ich meiner Mama mal geschenkt. Den Duft. Der ist sehr mütterlich. Das sage ich immer. Auch, aber die Braut, aber ja. Okay. Der ist sehr mütterlich. Ist halt Lavendel mit Vanille. Ja, das ist schon toll. Der ist schon gut, gell? Ah, gerne, ganz alt. Ja, die können das. Die gibt es halt auch schon. Die gibt es halt auch schon eine Zeit, gell? Ja, ich warte immer noch auf mein erstes PR-Paket von Guerlain. Es ist echt, ich weiß nicht, wie viele tausende Euro Düfte ich verkauft habe für die. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber das wäre schon cool, da würde ich mich freuen. Und jetzt habe ich noch einen, das ist jetzt ein bisschen eine floralere Vanille. Das ist der Mont Précieux Nectar. Auch von Guerlain. Auch von Guerlain. Also ich sage schon immer, Vanille ist das Steckenpferd von Guerlain. Also wirklich. Niemand macht so gut wie die. Und ich weiß nicht genau warum, weil es scheint ein sehr simpler Stoff zu sein. Ja? Also im Sinne von, es ist quasi in jedem Duft drin. Also wenn ich mir selber so ein bisschen rummische, finde ich, dass das auch wirklich gut, es harmoniert einfach mit ganz vielen Sachen. Ja. Du kannst es floral machen, du kannst holzige Sachen dazugeben. Es ist einfach... Mhm. Guerlain kombiniert auch oft mit Weihrauch. Das können sie auch sehr gut. Über Weihrauch sprechen wir jetzt auch noch. Mhm. Richtig gut, oder? Ja. Ultra feminin. Ja. Jetzt habe ich noch... Haut mir die Vanille jetzt nicht so ins Gesicht wie bei den anderen beiden. Jetzt kriegst du die Vamp-Version. Auch mit Orangenblüte und Vanille. Die Vamp-Version von... Ah, den kenne ich und den mag ich. Den mag ich. Magst du ihn überhaupt noch riechen? Ja. Okay, das sind Sprüche nur für mich. Den mag ich sehr. Den konnte ich überhaupt nicht leiden, ganz am Anfang. An den habe ich mich dann gewöhnt mit der Zeit. Der riecht kosmetisch, finde ich. Der riecht so nach pudrig. Stimmt. Der riecht wie ein guter... Lipstickig, gell? Ja. Obwohl ich gar nicht weiß, ob da überhaupt Iris drin ist, sondern es ist, glaube ich, hauptsächlich Orangenblüte. Ja, gut, super. Also für mich riecht es sehr nach Frankreich. Jetzt nehmen wir mal dünnere Zettel hier, weil du hast bald keinen Platz mehr. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sitzen soll. Gut, den Celine vom letzten Mal, den kennst du noch. Der verbindet jetzt Eichenmoos und Vanille. Und Iris. Es gibt keinen Duft, der das schöner macht, finde ich. Und Iris. Also eigentlich
wirklich dein Duft, gell? Eigentlich ist es meiner. Ja, voll. Das ist echt... Super, gell? Mhm. Und dann habe ich jetzt noch... Ich habe jetzt noch eine grüne Vanille für dich. Weil da bin ich jetzt gespannt. Ich mag das persönlich sehr. Die ist sehr out there, aber das ist einer der besten Düfte mit dem krassesten Verlauf ever. Sehr, sehr, sehr speziell. Und das ist Ani von Nishane. Da riechen sehr viele Leute sehr verschiedene Sachen. Wow. Da rieche ich sowas wie Anis auch. Könnte sogar sein. Also es sind grüne Noten mit drin. Ich rieche immer Cannabis. Cannabis-Note kriege ich. Ja, stimmt. Ist, glaube ich, nicht in den Noten gelistet. Puh. Aber können wir uns mal anschauen. Und sehr balsamisch. Ich kriege da also so Weihrauch oder so. Oder rosa Pfeffer, Weihrauch oder rosa Pfeffer. Wie würdest du balsamisch beschreiben? Ich werde das oft gefragt, wie das... Was ist das balsamisch? Das ist schwierig. Das ist so, hat ein bisschen was... Ich würde sagen, was Weichharziges oder so. Mhm, genau. Orientalisch weichharzig. So ein bisschen sirupig, dickflüssig. Ja, harzig, genau. Gell? Aber harzig und orientalisch eher. Also ich verbinde mit balsamisch immer auch was Orientalisches. Mhm. Da können wir jetzt, weil da kann man wahrscheinlich, über diese Noten kann man wahrscheinlich unendlich streiten, weil das, was das Hirn macht und was deine Sprache damit macht, das ist wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich. Mhm. Sich da einigen kann. Schwer. Ja. Spannend. Aber schön, gell? Super spannend, ja. Und wie der runtertrocknet, den musst du dir mal anschauen, wenn der runtergetrocknet ist. Das ist für mich, ich glaube, in meiner ganzen Sammlung ist es der Duft mit dem krassesten Verlauf und der wird immer schöner. Ich finde ihn jetzt schon super, ja. Aber der wird ist gigantisch. Frisch. Ah, das ist der rosa Pfeffer wahrscheinlich, genau. Ja, und die grünen Noten machen es auch ein bisschen. Und blauer Ingwer, was soll denn das genau sein? Also, okay. Vor allem ist es ein blauer Ingwer und dann ist das Bild lila, gell? Ja. Egal. Und jetzt kommt das große Finale. Jeder, der mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Die beste Vanille. Und es ist gleichzeitig die Überleitung zu Angelika. Aha, ja, da bin ich gespannt. Das ist ich glaube, ich habe ihn dir schon mal gezeigt, oder? Das ist mein Lifetime-Duft. Das ist der beste Duft der Welt, meiner Meinung nach. Okay. Ich habe dir noch nicht zu riechen gegeben. Wie heißt er denn? Angelique Noire. Schwarze Angelika. Die haben nicht so ein gutes Erinnerungsvermögen vielleicht. Oh, das musst du schon merken, wenn ich das. Jetzt merke ich es mir natürlich. Vielleicht hast du das letzte Mal nicht so bombastisch angekündigt. Doch, mach ich. Dann kenne ich ihn nicht. Okay. Jetzt pass auf. Mach dich bereit für die Erleuchtung. Ja, okay. Oh mein Gott, jetzt bin ich wirklich. Es ist der beste Duft der Welt. Ist so. Es ist... Er kommt sehr grün am Anfang. Ja, kommt saumäßig grün, tatsächlich. Aber der hat jetzt mittlerweile auch einen anderen Flakon. Ich zeige ihn dir mal hier drüben. Birne, stimmt, die rieche ich. Birne. Und ich kriege den Kümmel sehr stark. Und es ist der Duft laut Parfumo mit der stärksten Angelika-Wurzel, die es gibt in einem Parfum. Also, und Angelika-Samen auch noch. Ja. Beides machen sie da. Darfst du den auf die Haut sprühen? Du musst ihn unbedingt in der Stunde sprühen mir drauf. Warte. Ja. Da. Auf der Ellbogen, ja. Jetzt bin ich da. Weil das ist nochmal eine andere Nummer natürlich. Auf der Haut. Ja, warte ab. Ich sag's dir. Also, dann springen sie mich an beim Heimradeln. Mir sind Leute mit Zettel und Stift in die Stadt nachgerannt. Echt? Ich fahre nachher dann noch allein durch den Park mit dem Rad. Oh Gott, ich bin gespannt, was passiert. Also der ist so spitze. Also ich weiß auch nicht, wie viele Leute... Ja, Leute, das habe ich euch noch nie erzählt. Mir hat mal eine Zuschauerin geschrieben, die hat mir erzählt, die ist Autorin. Und die hat tatsächlich diesen Duft dann... wegen mir eingebaut in ihr Buch. Ehrlich, das ist aber cool, das ist eine Ehre. Ja, voll. Weil das Buch bleibt, der Duft mag irgendwann gehen, er verfliegt, aber das Buch bleibt wahrscheinlich. Ja, und die Protagonistin, die geht in dem Buch, geht sie auf ein Date und für das Date sprüht sie sich dann noch schnell den Angelique Noire auf. Okay, das ist ja. Wow, das ist toll. Das ist eine coole Story. War ich schon sehr geschmeichelt. Ja, cool. Auf jeden Fall Angelika, riechst Angelika, du sie? Nein. Nein? Nee, ich riech sie nicht. Was riechst du? Ich habe die Birne habe ich gerochen, obwohl ich sie, aber ich, man musste es mir sagen oder ich musste es lesen. Mhm.
Ich rieche auch die Vanille. Aber die Angelika-Wurzel. Riechst du den Kümmel? Nee, den rieche ich auch nicht. Oh, krass, ich mag aber auch keinen Kümmel. Für mich, ich auch nicht. Ich pack Kümmel eigentlich. Ich auch nicht. Ich hasse Kümmel. Echt? Aber das ist für mich die prominenteste Note neben der Vanille. Und das Grüne rieche ich auch. Vielleicht ist das die Angelika-Wurzel, aber die ist eigentlich gar nicht. Also ich bin jetzt gespannt. Ich hole die mal. Ja, genau, hol die mal raus. Ich pack das mal. Und erzähl uns was dazu. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich das alles hin. Da habe ich hier auch was drüber schieben. Ja, ja, klar. Die Angelika-Wurzel, das ist so ein bisschen so ein mysteriöses Gewächs. Obwohl das eigentlich jetzt fast das Einzige ist, was auch bei uns, gut, das Eichenmoos kommt auch, aber die Angelika-Wurzel heißt eigentlich Engelwurz, also die Pflanze. Und das ist eine lustige Deuten. Angel heißt ja auch, ja, Engel. Ja, genau. Das ist wirklich der ursprüngliche Name, weil es eine Heilpflanze ist, eine sehr alte Heilpflanze. Mhm. Und das ist eine Staude der Doldenblütler. Doldenblütler sind die Blüten, die so ein bisschen ausschauen, die Blütenstände wie vom Holunder. Der Holunder ist kein Doldenblütler, aber das schaut so ähnlich aus. Also quasi unten kommt so der Stängel, ja, und dann fächert das oben. Wie so Schafgarbe. Genau. Die Schafgarbe ist zwar leider auch kein Doldenblütler, aber... Aber vom Prinzip her. Vom Prinzip her, okay, schaut das genauso aus. Also oben treffen sich dann quasi alle Blüten in einer Ebene. Mhm. Ja, da sitzen dann auch immer ganz gern Käfer drauf und so. Und da gehören ganz viele Nutzpflanzen dazu. Mhm. Der Sellerie, die Karotte, die Petersilie, der Koriander, das sind alles Doldenblütler. Und man merkt schon, okay, das sind sehr aromatische Pflanzen. Die sind alle aromatisch. Okay. Auch Karottensamen, wenn du die zerreibst. Oh, oder, Gott, ja, oder so ein Bärenklau auch. Mhm. Ja. Es sind auch ein paar sehr giftige Pflanzen dabei. Der Schierling zum Beispiel, kennt man vielleicht. Mhm. Damit wurde, glaube ich, der Sokrates umgebracht. Ja, genau. Ja, der Schierlingsbecher und so, damit, genau. Ja. Kann man super vergiften auch damit. Mhm. Und die Engelwurz, also die Angelika, die wächst bei uns, die kann man an der Donau am Ufer finden. Echt? Die mag so Ufersäume, eher feuchtere Gegenden. Die wird bis zu 3 Meter hoch. Ja. Das ist eine riesen Staude. Schau mal, Engelwurz. Und schau mal ein Bild an. Genau, ja. Arzneiengelwurz, da ist sie. Okay. Genau. So sieht sie aus. Da gab es ein Bild, wo sie schön am Ufer wächst, da links unten in der dritten Zeile, genau. Yeah. Die ist da, genau. Da sieht man das. Da sieht man auch, was das für ein riesen Äumel ist. Also eine der größten einheimischen Stauden. Auch der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus, der wo du so krasse Blasen kriegst auf der Haut, das ist auch ein Doldenblütler. Mhm. Ja, und Dolden. Doldenblütler, okay. Genau. Mhm. Und das ist ein, dieses Öl, das ätherische Öl der Angelika-Wurzel wird auch eben aus der Wurzel gewonnen und der Samen aus den Samen, das ist selbsterklärend, genau, das stimmt es auch. Und es wird auch einfach nur destilliert. Ja. Und es ist ein sehr teures Zeug, weil es muss auch lang wachsen. Die Ernte ist schwierig, aufwendig, das Zeug ist schmutzig, man muss es dann putzen, dann kommt wieder ganz wenig raus nur auch. Und ja, der Anbau in Frankreich, glaube ich, wird einiges angebaut, vielleicht auch in Ungarn und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, spannend ist, die Hauptinhaltsstoffe, die am Anfang kommen, in der Kopfnote von der Angelika-Wurzel, das sind so Monoterpene, so Phenanthren, Limonen, das sind so Stoffe, die riechen zitrisch, bisschen so waldig, frisch, sind aber gleich weg. Also die sind ganz schnell weg. Mhm. Und diese erdigen Noten, die sind schon auch dabei, aber was die Angelika-Wurzel Tolles kann, der Drydown von der ist dann so, dass das nach Moschus, dass es moschusartig riecht. Das sind also Substanzen drin. Das genau. Ist mein Ding. Das sind Substanzen drin, die haben, das sind so große Ringe, so große, so Makrolide, so, die genau ausschauen wie die Moschus-Duftstoffe auch. Okay. Und das ist ganz selten und das ist ein ziemlich spannender Inhaltsstoff. Also jetzt hole ich ihn auch her. Ja, hol ihn her. Ja. Der wuchtet einen echt um am Anfang. Also das ist wirklich... Übrigens, ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich wollte Düfte raussuchen, die Angelika-Wurzel auch mit drin haben. Und gibt es gar nicht so oft. Und die einzige, die das wirklich gut macht, Parfümeurin, das ist natürlich die auch hier den kreiert hat, ist die Daniela Andrier.
Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist Angelika auch in Prada Luna Rossa Black mit drin. Das muss ich jetzt mal kurz verifizieren. Aber nicht viele Parfümeure benutzen diesen Inhaltsstoff. Ja, genau. Hier. Da ist er auch drin. Ja. Mhm. Extrem intensiv. Also Wahnsinn. Ja, der knallt. Der knallt richtig, ja. Ja, richtig, richtig scharf. Fast. Ja, genau, das ist richtig scharf. Scharf. Sehr guter Freund von mir nennt das den Duft. Ich muss ihn jetzt, lieber Seppo, ich muss dich jetzt hier reinholen. Ranges. Wie? Ranges. Ranges? Ja. Das ist scheinbar das fränkische Wort für Futterrübe. Echt? Strunkelrübe. Aha. Wenn du die ausgräbst, und das stimmt, also das ist wirklich, das ist so ein erdiger Geruch. Aber es riecht gut. Es riecht absolut super. Aber es kann halt voll, also das knallt halt am Anfang rein. Und dann, wenn das aber runtertrocknet, also morgen, leider, wir müssen dann morgen in der Früh nochmals einen Stream machen und an den ganzen Drydowns riechen, dann riecht es eben musky. Und es ist wirklich selten, dass eben Naturstoff eben moschusartig riecht. Aber weißt du, dass ich das trotzdem rieche da drin? Es ist natürlich überlagert von der Vanille zu einem ganz großen Teil. Ja, stimmt, das ist, es hat was Grüne, Scharfes. Das Grüne, was am Anfang kommt. Und ich glaube, das ist das, was die Leute abstößt, die ersten Minuten oft. Mhm. Weil das haben ganz viele Leute, haben die Erfahrung mit Angelique Noir, dass sie erste denken, schlecht fürs Verkaufen eigentlich, oder? Ja, die meisten Düfte sind ja andersrum. Die meisten Düfte sind Kopfnotenschmeichler. Da riecht es am Anfang genial und dann trocknet es irgendwie hässlich runter. Und Angelique Noir ist genau das Gegenteil. Mhm. Angelique Noir ist erst so, du denkst, aha, interessant. Will ich es unbedingt auf der Haut haben? Und dann natürlich, auf dem zweiten Sniff natürlich ja. Und dann wird es aber noch so viel toller. Ja, also wirklich, wenn wir fertig sind, dann schauen wir nochmal auf deinen Arm. So schön. Oh. Aber auch das ist so richtig, das ist für mich extrem medizinisch auch. Ja, das stimmt, ja. Es hat was nicht, es ist nicht sehr... Und fast ein bisschen harzig. Ja, harzig, waldig irgendwie, ja, finde ich, erdig. Und es ist nicht sehr gefällig. Also es ist echt überhaupt nicht gefällig, finde ich. Mhm. Und aber irgendwie so beim Riechen stelle ich fest, die nicht so gefälligen sind eigentlich irgendwie die cooleren Inhaltsstoffe. Also klar ist Vanille toll, aber... Vanille gefällt, also es gefällt einfach sofort und zwar vom ersten Moment bis zum letzten. Und das ist halt schon wie beim Wein. Ja, so Primitivo mag irgendwie, kann jeder trinken, aber halt ist halt nicht spannend eigentlich, weil es ja, also es halt, es halt so schmeckt halt jeder Wein ungefähr. Und es ist halt spannender, wenn man halt mal Weine trinkt, die halt irgendwie mal ein bisschen abgefahrener sind, abgefahrenere Trauben haben oder irgendwie. Ein paar von euch haben übrigens gerade vorhin gefragt, wie das Buch heißt. Ich weiß es leider nicht mehr. Es ist schon sehr lange her. Da hatte ich erst ein halbes Jahr meinen Kanal, als die Zuschauer sich bei mir gemeldet hat. Und ich habe leider vergessen, wie das Buch heißt. Vielleicht meldet sie sich nochmal. Ja, vielleicht. Ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin fasziniert. Ändert Ja. Es ist nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so scharf. Es wird weicher mit der Zeit. Ja. Chlorig. Es riecht fast ein bisschen wie Schwimmbad. Ja. Na, echt? Doch, probieren wir mal. Es ist wirklich scharf. Es ist schon ein bisschen scharf. Medizinisch, ja? Medizinisch. Chlor kriege ich jetzt keins. Aber ja. Riecht man auch nicht so oft zum Glück. Ja, aber halt so richtig. Also im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, wie man sagt hier, wenn die Medizin nicht schmeckt, dann hilft sie oder so. Ja, genau. Es ist bitter. Ja, und es hat ja auch einen medizinischen Background. Die Angelika-Wurzel sind ganz vielen so Magenbittern drin, in so Likören. Das war immer ein Magenmittel. Also das ist immer ein verdauungsförderndes Mittel. Mhm. Und so, also wie viele dieser Doldenblütler, also die haben einfach... Aber ich finde das faszinierend. Also gerade, wenn man nicht ganz nah hingeht, sondern so... Düften, wenn du sie dann aus, da macht es total einen Unterschied in der Wahrnehmung, ob du sie jetzt so riechst ob sie jemand hinfächelt. Genau. Ja. Hm. Okay, ja, also jetzt warte mal, ich schaue, habe ich jetzt noch. Ah ja, ich glaube, ich habe noch einen zweiten Duft, wo das drin ist. Den können wir uns jetzt mal anschauen. Da bin ich jetzt überprüfen, gespannt.
ob das stimmt. Es gibt ja auf Parfumo mittlerweile so coole Möglichkeiten, hier, Angelika-Wurzel, Sachen zu vergleichen. Und zwar schauen wir uns jetzt kurz an den Vitias von Père Noir. Und der hat es nämlich auch drin, siehst du? Und da können wir jetzt mal schauen, ob es da ein bisschen stärker rauskommt. Boah, ja, das ist schon krass. Also, das Pure. Und wie wird es hergestellt? Also, ist es dann wirklich aus der Wurzel? Die Wurzel, da ist es wirklich eine Wurzel. Aha, darf ich nochmal das? Ja. Boah, der riecht sehr maskulin her. Den habe ich, den riecht. Ist darüber. Vielleicht, kommt aber näher ran, finde ich. Ja, da riech ich es tatsächlich eher. Maskulin herb trifft schon, ja. Und da riech ich auch die Angelika-Wurzel eher als bei dem anderen. Die Limette kommt halt schon stark. Boah. Und Iris ist sogar drin. Schön. Ich finde es immer toll, wenn Iris irgendwo drin ist. Es wäre toll, wenn jeder Iris reintun würde. Wäre gut überall. Für dich, gell? Ja, wobei, die meisten kaufen es ja nicht bei uns, aber genau. Noch nicht vielleicht. Also der Vitias tatsächlich ist ein bisschen konkreter. Ist auch gut, finde ich echt gut. Nie gehört. Nie davon gehört. Das ist eine Marke von zwei Schweizern. Die gibt es noch nicht so lange. Der kam jetzt 2021 raus. Ich glaube, sie haben ihn jetzt reformuliert in letztes Jahr, dieses Jahr, ich weiß nicht genau. Aber das ist, ich finde, die Angelika-Wurzel ist auch wieder gehört zu den Inhaltsstoffen, wo man sagt, das ist fast schon wie ein Parfum selbst für sich. Mhm. So wie man es bei Vetiver sagt. Vetiver sagt man, das ist eigentlich schon ein Parfum. Mhm. So wahrscheinlich schon fertig, musst gar nichts mehr dazu mischen. Mhm. Und ich finde, das kann die auch, also das wird ist natürlich nicht so auf der Haut, aber ich finde, die ist schon auch komplex. Das ist nicht nur einfach nur scharf und waldig, sondern. Wirklich faszinierend, ja. Ist echt so. Cool. Ja, cool. Spannend. Okay. Ja, und die Wurzel, also da wird wirklich die Wurzel genommen. Das ist so eine Speicherwurzel, die ist ein bisschen dicker, aber wirklich kein Rhizom, sondern eine echte Wurzel. Das googeln wir jetzt mal, wie das ausschaut. Angelika-Wurzel. Und die wird dann halt, die wird sogar getrocknet, glaube ich, so vorher. Und dann wird die geschreddert und dann wird die hydrodestilliert. Echt? Ja, also die extrahiert. Die wird in Wasser geschmissen. Das gibt es auch. Das gibt es fast immer. Es gibt fast von jedem Stoff auch einen Lösungsmittelextrakt. Ist das? Genau. Die Droge halt aus. Ja. Halt einfach. So. Ja. Engelwurz geschnitten. Und spektakulär. Ja, okay. Geschredderte Wurzel halt irgendwie. Mhm. Die wird halt dann auch gekocht. Also die wird dann halt auch einfach in Wasser, wie die Iris im Prinzip. Nur dass halt in dem Fall nicht so eine lästige, zähe Butter rauskommt, die halt nicht raus will aus dem. Sondern da kommt halt wirklich ein klares, ätherisches Öl raus, das oben schön auf dem Wasser aufschwimmt. Ja. Okay. Aber halt auch nicht viel und der Anbau und die Ernte ist dann halt auch sehr aufwendig und deshalb ist das Zeug halt auch relativ teuer. Mhm. Ja, also. Ja, gut. Okay, aber halt auch, wie du gesagt hast, nicht sehr gefällig. Das ist was für da muss man üben. Ja. Ich glaube, das, ja. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt weiter von der Angelika-Wurzel zum Weihrauch. Weihrauch, ja. Da habe ich ein paar gute Düfte dabei zum Probieren. Ich glaube, Weihrauch mögen auch viele. Habe ich auch dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da durch das Glas durchschauen kann. Ich schütze mal raus, oder? Ich nehme einfach mal hier so eine Träne in die Hand. Träne, nennst du das? Ja, das ist auch wieder ein Fachbegriff. Nee, ich glaube so ein bisschen. Bei der Gewinnung. Darf ich auch eine haben? Klar. Versuchen wir es euch mal zu zeigen. Also. So, diese, ja, es sieht aus wie so Candice-Zuckerstücke. Ja, genau. Gell? Das ist ein Harz, ja. Oh ja. Ja, es wird sofort sakral. Mhm. Man fühlt sich sofort besser. Aber ich finde, Weihrauch im Parfum riecht oft gar nicht so wie das jetzt. Das stimmt, ja, das stimmt. Es ist auch, weil das durch das Verbrennen entstehen auch nochmal ganz andere Stoffe, als wenn ich das jetzt vorher nochmal destilliere. Ah, okay, ja. Also es gibt einen Unterschied, weil manche Düfte riechen ja auch tatsächlich nach Weihrauch und manche riechen nach einer Art Rauch, das aber nicht nach Kirche riecht. Also Weihrauch ist halt. Also wird gewonnen von einem kleinen Baum. Und dieser kleine Baum, das ist ein Überlebenskünstler, der lebt in ganz wüstenartigen Gefilden am Horn von Afrika, also Somalia, Eritrea, dann auf der arabischen Halbinsel, der Oman, Jemen, da in der Gegend. Genau, so ein ganz
knorriger der wächst, also da, wo man echt als Pflanze gar nicht unbedingt sein möchte. Voll wüstig. Das muss ich wieder finden hier. So. Genau. Total wüstig. Mhm. Und das wird schon seit Jahrtausenden benutzt. Das Harz macht der Baum, also das Weihrauch ist ein Harz. Und dieses Harz ist quasi ein vom Baum hergestellte Mischung. Da ist ätherisches Öl drin. Ein Teil ist das ätherische Öl, der andere Teil wird genannt Gummi. Also das ist ein wasserlöslicher, schleimiger Stoff eher. Und dann ist noch wirkliches Harz drin, das ist so terpenartiges, wie Baumharz eben. Okay. Ja. Das ist auch nicht wasserdampfflüchtig ist. Und der Baum macht es natürlich nicht uns zu gefallen, damit wir irgendwie unsere Heiligtümer beräuchern können. Das wird ja schon länger dafür benutzt. Jetzt nicht erst seit der katholischen Kirche, sondern Räuchern war immer schon, also auch bei den Ägyptern schon, war das ein wichtiges Thema. Also etwas gut riechendes den Göttern darzubringen, nach oben steigen zu lassen. Ja. Das war immer schon so ein Thema. Und der Baum macht es aber natürlich nicht deswegen. Der Baum stellt das Harz her, falls ihn wer anknabbert. Ja? Also alle Harze sind alle eigentlich Bäume, genau. Ja. Wenn sich dann ein Wurm reinbohrt oder irgendein anderes Tier da reinbeißt, dann läuft dem Tier dieses klebrige, antiseptische, bittere Zeug in die Schnauze. Mhm. Und damit ist der Fresswunsch niedriger. Okay, ja? Also verstehe. Sagen wir es mal so. Und wie kommt es jetzt im Parfum rein? Und dann, der Mensch macht dann, es tut so, als wäre würde er den Baum anknabbern, der nimmt halt Messer und schlitzt und hackt einen Teil der Rinde ab und dann kommen eben wie so Tränen eben, kommt das Harz raus. Es muss dann erst trocknen und dann wird es eingesammelt. Da gibt es dann zig Qualitäten, je nachdem wie klar es ist oder wie viel Dreck noch mit drin ist von der Rinde und so. Und so, wenn ich so in das Parfum jetzt, wenn ich das in Alkohol schmeißen würde, das wird nicht funktionieren. Also dann, erstens habe ich dann, ein Teil löst sich auf, ein anderer Teil wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich den total klebrigen, harzigen, ich meine, jeder, der schon mal in den Fichtenharz gefasst ja, hat, ja, das ja, kriegst, du, nicht das kriegst du nie wieder weg. Mir sind erst am Wochenende die Haare am Arm zusammengeklebt von dem Harz und ich habe das nicht weggekriegt, ich muss es rausreißen, weil es einfach nicht weggeht, das ist wie Kaugummi. Und das will man natürlich nicht im Parfum haben. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme ein Lösungsmittel, ich nehme Ethanol, löse den Teil, der sich im Ethanol gut löst, raus und bekomme dann ein Resinoid, also quasi ein Lösungsmittel-Extrakt eines Harzes. Das ist dann ein Resinoid. Okay. Und das hat sehr fixierende Eigenschaften, riecht aber auch typisch nach Weihrauch, hat diese frischen und fast schon harzig tannenartigen Noten, aber auch diese balsamischen Sachen und so. Mhm. Und ist auch ein guter Fixateur in dem Fall. Oder ich mache das Weihrauchöl, dann nehme ich also dieses Harz und mache eine Wasserdampfdestillation. Das heißt, ich gehe mit heißem Dampf drüber und der heiße Dampf nimmt mir nur die flüchtigen Komponenten mit, also nur das ätherische Öl, also die Komponenten, die im Wasserdampf mitgehen wollen. Die flüchtigsten. Und was riecht jetzt nach Kirche? Die Extraktion oder die Hydrodestillation? Das riecht beides ein bisschen nach Kirche, wobei bei der Kirche nochmal wichtig ist, dass es halt anbrennt. Also das ist halt ein Räucherwerk, okay. Aber man kann es schon wiedererkennen. Aber wenn ich glaube, wenn du so blind sagen würdest, hey, riech mal, was ist das? Ich weiß nicht, ob alle Leute das erkennen würden, das ist Weihrauch. Vielleicht sagen manche, das riecht nach Sauna oder manche sagen, es riecht einfach nach Wald oder ja. Also, jetzt haben manche von euch gerade schon den 602 von Bompoffen genannt. Ich habe jetzt hier den 603, der hat auch Weihrauch drin. Und lass dich jetzt mal schauen. Ob ich ihn rausrieche. Ob es ihn rausriecht. Das ist für mich ein Duft, da habe ich so eine krasse Assoziation zu dem. Das ist für mich eine verschneite Winterlandschaft. Hat eigentlich Leder, Weihrauch, Tonka steht da. Mhm. Aber für mich ist es in einer verschneiten Landschaft mit wirklich so Tiefschnee, der Geruch von der Natur. Ja, das finde ich auch. Ja? Aber ich rieche den Weihrauch nicht. Ich rieche ihn jetzt auch nicht. Also, ich rieche ihn nicht. Ich kann das ihn ist nicht eine der Hauptnoten, angeblich. Ich kann ihn echt nicht riechen. Nee, ich finde, also, okay. Warte, ich tu mal. Ist das auch erst Stufe 1? Ich habe noch ein paar. Ich hole dir mal den puren Weihrauch. Ja. Warte, ich kann den hier mal drauf.
Also man muss dazu sagen, es gibt auch mehrere Arten. Also es gibt eben diesen somalischen oder diesen Weihrauch, der eben von der arabischen Halbinsel kommt und von dem Horn von Afrika. Und dann gibt es noch den indischen Weihrauch. Ja. Das eine ist Boswellia, also der afrikanische Boswellia sacra. Und der andere heißt Boswellia serrata, das ist der serrata, der indische Weihrauch. Mhm. Und der riecht relativ anders. Und ich finde auch den ganz interessant, dass du das sagst. Besser. Da ist er. Welchen findest du besser? Den von der arabischen Halbinsel, den Sakra. Ich habe hier Level Up mit Weihrauch. Krasser Weihrauchsduft. So. Ich schaue gerade, was für eine Art. Steht aber jetzt hier nicht. Da ist er. Ich finde, der hat auch ein bisschen was von Angelika-Wurzeln. Ja, genau. Das ist mit nicht, das, was ich immer meine mit Nicht-Kirche. Das ist nämlich orientalisch. Ja. Man assoziiert das voll mit Orient, aber es ist auch es hat auch was von Tannenbaum. Also es ist schon auch waldig. Richtig, ja? Es ist auch waldig. Halt mal, jetzt kriege ich dir einen krassen Weihrauchduft. Schau mal, du kannst hier schon die Noten sehen. Ich zeige ihm jetzt den Berserker. Achtung. So, das sind die Noten von Berserker. Deine Community kennt den Berserker schon. Ja, die. Okay. Manche kennen. Ich bin hier voll das Versuchskaninchen. Dann mir werden irgendwie die ganzen krassen Düfte aber jetzt ausprobiert. Aber der ist wirklich krass. Was denkst du? Okay, da rieche ich ihn jetzt. Gell? Also ja. Da kommst du nicht drum. Er steht auch dreimal drin. Also wenn man da nicht riecht, dann... Okay, ja, das ist... Aber er ist voll kühl. Also ja, Weihrauch findet immer irgendwas Kühlendes, aber hier ist noch Eukalyptus. So grün kühl. Genau, Eukalyptus und hier auch. Der gefällt mir sehr gut. Gefällt dir sehr gut? Ja, der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Der ist sehr one-note, finde ich. Der ist halt sehr, sehr konkret. Ganz und clean. Sehr Den finde ich super. Findest du super? Ja, den würde ich mir gerne aufschreiben. Kann ich mir den leisten? Das ist von Marc Gebauer. So, ich denke, der müsste um die 200 Euro kosten. Ich kann da schon mal nachschauen. Oh ja, der aber ich kann den, da was abfüllen. Den finde ich echt toll. Der Marc, der macht so extreme Düfte immer. Im Sinne von, die heißen dann immer so richtig krass und der macht immer maximal Konzentrationen. Also er ist dafür bekannt, dass er nur Extrakonzentrationen macht und die sind schon am Limit. Mhm. Und er macht selbst bei so frischen Düften. Der hat einen Duft, der heißt Orange Flamingo, der hat auch 35% Duftöl. Und es tut denen ja gar nicht mal immer so gut. Das stimmt. Wenn die frischen Düfte... Das stimmt. So, der kostet 200 Euro. Da, 23. Ja, für 5 Milliliter. Ja, reicht ja vielleicht erstmal. Ja, freut sich der Marc. Kaufe ich halt mehrmals 5 und dann... Genau, aber ich hab noch Weihrauch. Aber wenn du das vergleichst, riech mal nochmal an dem und dann nochmal an dem Berserker. Das ist wirklich ganz nah an Weihrauch dran. Also ich glaube, besser hätte man nicht verpacken können. Der Berserker für mich ist mir zu frisch. Im Sinne von... Wirkt synthetisch auf mich. Echt jetzt? Mhm. Ich habe jetzt noch, lustigerweise, jetzt halten wir mal den Hakama daneben. Das ist, ich sagte jetzt noch nicht, was das für einer ist, das löse ich hinterher auf. Aber der Hakama ist der Weihrauchduft von The Nose Behind. So, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu dem sagst. Ich zeig euch mal kurz die Noten, damit ihr wisst, was der Marcel jetzt gleich schnüffeln darf. Schön. Wie findest du den im Vergleich zum Berserker zum Beispiel? Also weniger weihrauchig auf alle Fälle. Mhm. Ich finde, der Berserker riecht fast, also der riecht fast nur nach Weihrauch, aber schön verpackt. Mhm. Und den finde ich komplexer. Ich finde ihn relativ schwach, komischerweise. Aha, obwohl es auch ein Extra ist. Vielleicht braucht er ein bisschen. Kann auch nochmal was drauf. Ich finde, dass der sehr sakral riecht. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich finde, der riecht jetzt tatsächlich mehr nach Kirche. Ich finde, der riecht mehr nach Wald. Echt? Als der Berserker. Super, super frisch. Ja, Crisco sagt... Sakral, ich finde, dass der sakral riecht. Das wäre so mein Wort, dass ich dem geben würde. Ja, den würde ich tragen.
Den würde ich tragen und ich würde auch den Berserker tragen. Das ist der Duft vom Herbert. The Nose Behind the stimmt, genau. Und seine Frau fährt anscheinend total auf den Arzt. Das hat er vor 2 Wochen erzählt, dass er da war. Also an sich oder an ihm? Nee, also er hat's lustig erzählt. Er hat es irgendwie so erzählt, so nach dem Motto, ja, und dann, weil die Frage war, was seine Frau für Düfte trägt. Und dann irgendwann hat sie den Hakama entdeckt und dann war sie ganz überrascht, so nach dem Motto, was er da zustande gebracht hat, weil anscheinend kennt sie nicht alle seine Düfte und da war sie dann, sehr positiv überrascht. Irgendwie so. Ja, genau. Er hat auch was, ich finde, dass da, jetzt kommt mir eine Note, was was Weinartiges hat. Also es riecht nach Wein, ja. Finde ich ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Wie der Rückstand, wenn er eintrocknet im Glas. Jetzt schauen wir uns noch 2 Amouage-Stifte an. Oh ja, okay. Die werden ja Weihrauch auch können, oder? Amouage ist die, also wenn so wie Vanille für Guerlain ist, ist Weihrauch für Amouage. Ja. Und das sind jetzt 2. Der eine ist der Guidance, nachdem ich gefühlt jeden Tag gefragt werde. Da gibt es eine Influencerin, die hypt den brutal. Und Ich habe meine Meinung dazu schon abgegeben und Leute, ihr hört es jetzt gleich auch von Marcel. Oman ist halt Weihrauchland. Also was sagst du denn jetzt zu dem als Duft, jetzt mal unabhängig vom Weihrauch? Was sagst du denn zu dem? Puh. Schön, nicht schön, für wen würdest du den sehen? Finde ich total toll. Du findest ihn total toll? Ja, ich finde ihn toll. Anders, also ich finde ihn vor allem anders. Okay. Das ist wirklich, muss ich wirklich sagen. Boah, abgefahren. Bin ich abgefahren. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was da drin ist. Ich habe jetzt nicht rübergeschwitzt. Haufen Zeug. Birne, Haselnuss, Weihrauch, Osmanthus, Rose, Jasmin. Akigala-Wood. Doch, finde ich toll. Ich finde ihn toll. Ohne Schmarrn. Okay, also, das ging jetzt nicht so, wie ich mir gedacht habe. Sehr weiblich. Ich finde ihn sehr, sehr feminin. Du findest ihn sehr feminin? Doch, ich finde den feminin. Ich finde, der ist so überhyped. Ich finde, er ist okay. Maximal okay. Und er riecht nach Süßigkeit auch. Bitte? Ich denke, 80% der Frauen würden ihn nicht tragen wollen. Da machen wir jetzt eine Umfrage. Echt jetzt? Ja, ich denke, der ist brutal überhyped. Jetzt machen wir eine Abstimmung. Stimmt mal bitte jetzt nur die Leute ab, die ihn schon getestet haben. Und die Frage ist, würdest du Guidance kaufen, nicht tragen? Achso, kaufen. Oder nee, sagen wir tragen. Weil kaufen, also tragen würde ich ihn nicht, ja? Bei 300 Euro. Ja, aber du bist ja auch keine Frau, ist ja ein Damenduft. Ja, genau, okay. Und das ist jetzt, das müsst ihr mir jetzt mal beantworten. Bitte nur die Leute abstimmen, die ihn wirklich getestet haben, weil ich denke, der ist komplett überhaupt. Was ist jetzt da drin? Hast du das? Ja, ich zeig's dir nochmal. Mantus, der hat was von einer Süße für mich, die ich nicht so mag. Der ist schon sehr süß. Und es ist keine Fruchtsüße, es ist keine florale Süße, es ist die Art von Harzsüße, mit der ich irgendwie nicht so klarkomme. Ja, aber ich glaube, das ist halt ein orientalischer Duft. Also ich meine, das ist für Menschen aus dem, also der muss halt reinhauen, oder? Ich meine, schon, aber es gibt auch so Düfte in der Art, die mir gefallen. Also ich finde ihn sehr parfümig. Also ich finde, man muss immer so ein bisschen, ich muss, also vielleicht habe ich das Wort auch für mich nur so entdeckt. Es gibt ja Dinge, die riechen sehr, sehr gut. Mhm. Nach Speisen, Obst, wie auch immer. Mhm. Riecht aber halt nach Essen oder riecht nach Pflanze, nach Natur oder weiß ich nicht, wenn man an seiner geliebten Katze riecht, dann riecht die auch gut, ja. Mhm. Oder an einem Hamster oder wie auch immer, riecht halt nach Heu. Ja. Ja? Am Hund muss man es nicht unbedingt riechen, aber das riecht nach Parfum. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist halt schau dir die Umfrage an. 48% sagen ja. Tatsächlich. 52% sagen nein. Also der ist kein so ein No-Brainer, wie sie alle tun gerade. Also er splittet. Er ist, und es sind 29 Stimmen. Mhm. Ja, das sind jetzt also nicht nur 5 Handeln, die da abgestimmt haben. Ja. Es riecht sehr, also für mich ist es ja extrem parfümig. Ja, schon. Muss aber ich echt sagen. Ich habe jetzt auch nichts gegen parfümige Parfums. Aber der ist... Der ist für mich auf einer Skala von 0 bis 10. Also wir brauchen jetzt nicht drüber reden, wie speziell er ist. Der ist sehr speziell und sehr besonders. Ja, aber wenn wir jetzt über Gefallen sprechen und wie sehr ich, wie,
wie groß sind die Chancen, dass ich den tatsächlich trage bei meiner Sammlung, die ich hier habe, würde ich sagen, sehr gering. Also so auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich den bei einer 4 bis 5 sehen, okay. Von meinem Gefallen gerade her. Er ist vielleicht auch ein bisschen älter. Ja, finde ich auch sehr reif, sehr reif. Ja, jetzt ist 50-50 hier, 32 Stimmen. Aber okay, ich glaube, das, was ich wissen wollte, habe ich erfahren. Es ist nicht, also kein Blind Buy, ja genau. Es ist schon Acquired Taste, würde ich sagen. Und jetzt eine noch, eine muss ich noch zeigen. Und zwar, das ist der Purpose. Auch Weihrauchduft. Das ist ein Weihrauchduft, der weihrauchigste aus dieser Linie. Und vom gleichen Parfümeur. Oh, Jean-Luc Carly hat Parfümgeld gesendet. Wow. Vielen Dank dir. Da würde ich jetzt Angelika-Wurzel drin vermuten. Ah, schauen wir gleich nach. Boah. Der ist herrlich. Das ist, aber das finde ich jetzt eigentlich noch toller, muss ich sagen. Also das finde ich jetzt wirklich toll. Den finde ich nämlich auch toll. Ja. Wow, so. Den würde ich tatsächlich tragen. Blöd, mir gefallen diese Amouage-Stifte tatsächlich. Gell? Ja, das ist so ein bisschen... Ich habe einen sehr erlesenen Geschmack, ja. Leider. Offensichtlich. Ja, der gefällt mir auch sehr gut. Wow, ja. Der ist irgendwie hat so was Mystisches an sich. Voll. Auch. Na, das ist wirklich und ganz toll. Als der Contant Biche, das ist der gleiche Parfümeur, der den Geils gemacht hat und auch einen der berühmtesten, erfolgreichsten Damendüfte, die Lina hat er auch gemacht. Als ja, er erzählt hat, was seine Inspiration für den war, so sieht übrigens der Flakon aus hier. Ja, die schönen Amouage-Flakons. Hat er erzählt, sie waren in irgendeinem Museum im Oman und da war so ein Weihrauchbaum ausgestellt und man hat den in einem Querschnitt gesehen, wo man auch so die Wurzeln gesehen hat und so. Und das war sozusagen die Inspiration. Okay, ja, hat er gut umgesetzt, würde ich sagen. Ja. Contant Biche macht viel tolles Zeug. Hin und wieder langt er mal daneben, finde ich. Aber sehr gute Sachen. Auch der Ganymed ist ja von ihm. Ja, genau. Ja, also das ist echt, das ist wirklich toll. Ja, das war jetzt, was ich zum Thema Weihrauch anbieten kann. Ja, Weihrauch ist ein spannender Stoff, also absolut. Das ist nicht umsonst seit so vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden in der menschlichen Kultur vertreten. Ja, also, ja, das ist cool. Und ich finde es cool, wenn er dann auch in Parfums so toll umgesetzt wird, dass er da... Ja, aber dein baut. Favorit ist der Berserker. Nee, jetzt ist es der... Guidance. Jetzt ist es der Amouage-Stuft. Tatsächlich. Achso, der Purpose. Oder der Guidance. Der letzte. Der letzte. Mhm. Der dunkle. Ja. Mhm. Ja. Super. Tja. Okay. Schauen wir mal. Sorry, Marc. Aber nur knapp. Ja, nur knapp. Nur knapp vom Sockel geschubst. Aha. Dann machen wir weiter mit Ambrettsamen. Genau. Auch ein ziemlich interessanter Rohstoff. Ist ein Samen, wie der Name ja sagt. Ich versuche mal ein Bild zu finden. Extrem teuer. Echt? Ja, saumäßig teuer. Okay. Man nennt die auch Moschuskörner oder so. Die riechen wie Moschus, gell? Ja, riecht Ambrett. Genau. Das ist also auch, das ist ein Malvengewächs, lustigerweise. Das sind ganz kleine Samen. Ein Malvengewächs, also so ähnlich wie Okra. Kennst du die Okra-Schoten? Diese grünen, kantigen, vielkantigen Schoten, die sind vielleicht so lang wie Bohnen, kann man die zubereiten. Aha. Hat eine hübsche gelbe Blüte, wie so eine Malve, wie so eine Ziermalve, die hat man teilweise auch im... So, schon jetzt so aus? Ja, ungefähr. Ja. Sind sauhart, haben auch ganz viele Fettsäuren drin und ist tatsächlich von der Verarbeitung her ganz ähnlich wie die Iris. Also blöd quasi, wenn du es ungünstig nennen musst, man es ungünstig, teuer, es kommt nichts raus, es ist irgendwie, also es ist nur ganz wenig ätherisches Öl drin. Das, was dann drin ist, ist stark mit Fettsäuren eben beladen, das heißt, das ist auch eine Butter, Ambrettbutter würde man das dann auch nennen. Und es muss dann in der Regel auch nochmal aufgereinigt werden, um die Fettsäuren wegzukriegen, können ranzig werden. Und dann erhältst du eben das Ambrettöl oder Absolut, das ist auch eigentlich wieder falsch. Also in dem Fall, das ist, eigentlich müsste man sagen, Ambrettöl,
ist eigentlich schon die Ambrettbutter, ist eigentlich schon das Ambrettöl, aber da, wenn du die Fettsäuren wegmachst, kriegst du dann eben ein flüssigeres Öl. Okay. Ich habe übrigens einen Duft da, da ist Ambrett absolut drin. Da bin ich gespannt, ja, weil eigentlich, also und die Pflanze, also angebaut wird es, ich glaube in Indien, in Afrika, in Peru viel, Ecuador, Peru, in Südamerika wächst sie auch, die braucht es auch so tropisch, subtropisch. Mhm. Und dann erntet man halt diese Schoten da. Ich glaube, in dem Fall sind es tatsächlich Schoten oder vielleicht sind es auch Kapseln, das weiß ich nicht. Aha. Und da sind dann die Samen drin. Und die popelt man da raus, ja, und dann werden die eben geschreddert und dann werden die destilliert und dann kommt dieses bisschen Zeug raus. Und der Duft ist am Anfang eben, das sind auch diese Stoffe, die da drin sind, sind auch so Makrolide, die sind verwandt mit den Stoffen eben im Moschus, mhm, und eben auch mit diesen Stoffen, die bei der Angelika-Wurzel, mhm, drin sind. Mhm. Das sind so große Kohlenstoffringe mit so einem zyklischen Ester und die riechen eben dann so. Die verursachen bei uns beim Riechen eben diesen Eindruck, diesen Moschus-Eindruck. Okay. Und am Anfang riechen diese Ambrettsamen so ein bisschen wie Cognac, so Whisky, so Sherry-artig. Ah, echt? Okay. Und erst dann, später, wenn es dann runtertrocknet, kommt dieser weiche, dieses hautige. Mhm. Also, hast du welche dabei? Ich hab die Lösung dabei. Ah, cool. Das ist wirklich auch, das ist auch total spannend. Ich schreibe jetzt da mal MO drauf für Moschus. Ja, vielen Dank übrigens an den Moritz für seinen Superchat. Er schreibt, bin auch mal wieder da, besser spät als nie. Und ich sehe gerade, der Christian Ahl hat geschrieben, heute ist Länderspiel. Ich habe mich schon gefragt, warum heute so wenig los ist. Okay. Nicht mal der Julius ist heute da. Weißt du, was der Julius heute macht? Schau sich das Länderspiel an. Nee, schlimmer. Er spielt gerade seine Fantasy Football League, Fanta Calcio, ist mit seiner italienischen Truppe. Wie, er spielt Fantasy Fußball? Ja, halt. Also im Fantasy, du kennst, weißt schon, was so Fantasy Football gibt es in Amerika viel. So, da machst du so eine Liga dann mit deinen Freunden und dann hast du da, lost du dir die Spieler zu und die stellst du dann auf, wenn sie spielen und dann. Ach so, okay, ja, okay, das. Aber man spielt nicht echt, sondern man. Nee, die spielen nicht mehr echt. Ist jetzt das letzte Mal, als der Julius Fußball gespielt hat, hat er sich das Kreuzband gerissen. Ja. Julius ist ein Handballspieler. Und das war so witzig. Er hat jahrelang Handball gespielt, war es mal richtig gut. Die sind Zweiter geworden bei der italienischen Meisterschaft. Wow, okay. Ja, also richtig gut. Und dann spielt er einmal Fußball an der Uni und reißt sich direkt das Kreuzband. Das war echt. Was für ein Mist. Ja, da war erstmal invalide. Die ganze Ja, das ist es nicht wert. Entweder muss es gescheit machen oder halt lassen. Aber halt, ja. Aber ist sehr fußballfanatisch, extrem. Wow, okay. Aber. Es geht erstmal, finde ich, nicht so. Es riecht ähnlich wie Iris. Ja. Also hat es auch so das Pudrige eben. Mhm. Und ich finde jetzt im Gegensatz zu Moschus hat es für mich was brutal Nussiges. Ja, genau, das riecht, stimmt. Das riecht ist für mich wie die Schale von Erdnüssen. Recht. Du hast recht. Oder? Ja, die Schale von Erdnüssen. Wenn man so einen Sack Erdnüsse hat, wenn dann Nikolaus gekommen ist, mhm, ja, und du fasst dann mit dem Finger rein und da ist auch so ein bisschen Staub, der noch hochgeht. Stimmt. Das ist für mich genau das. Stimmt, ja. Sehr schön. Oh, super eingetrockneter Sherry im Glas. Irgendwie sowas in die Richtung. Also ich bin ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben schon mal Sherry getrunken habe. Kann man den hier nehmen auch. Und dann ist das halt irgendwie. Wunderschön, wunderschöner Geruch. Aber wenn du jetzt mal schaust. Auch ein bisschen salzig. Das, also voll wie wie die Schalen von Erdnüssen. Gell? Willst du auch das Salz? Wenn du mal die Angelika-Wurzel dazu nimmst, das wird jetzt auch langsam, geht jetzt in die Richtung. Sehr gut, ja. Sehr schön. Stimmt, das riecht wirklich wie geröstete Erdnüsse mit. Voll. Mit ein bisschen, mit einer Idee Salz. Ja. Das ist es aber dann halt am Ende nicht. Eigentlich, was es dann ausmacht, das hält ewig, das kannst du jetzt tagelang liegen lassen, so tagelang riechen, genauso wie die Vanille, genauso wie das Eichenmoos, das irgendwie verschwunden ist. Das wird tagelang riechen und es wird immer delikater, es wird immer weicher, es wird eben moschusartiger und jetzt ist es halt fast eigentlich, jetzt ist es eigentlich nicht ganz repräsentativ. Das ist ein sehr süchtig machender Geruch. Es ist also, mit Erdnüssen geht es mir aber gleich, wenn ich da mal anfange. Ja, mir knurrt auch schon ein bisschen am Magen. Ich könnte jetzt auch nehmen. Hier gibt es nichts zum Knabbern, Lini, wenn wir hier sitzen. Nee. Deine Zuschauer knabbern wahrscheinlich alle, wir riechen an Erdnüssen. Nee, es ist halt, ja.
So, wenn man halt isst, dann hat man die Nase voll mit dem Essensgeruch. Stimmt, das auch. Geht nicht, das funktioniert gar nicht. Ja. Außerdem ist es nicht so cool, Leuten beim Essen zuzuschauen, zu mir außer man macht so einen Mukbang. Zu mir hat mal eine Dame in Frankreich bei einer Weinprobe gesagt, da sind wir schon um 10 in der Früh oder so zu so einer Kooperative gefahren, wo du halt Weine testen kannst. Da war auch schon was los und wir sind da halt rein und dann habe ich schon so ein bisschen entschuldigend der Dame gesagt, dass es vielleicht ein bisschen früh ist, jetzt um 10 Wein zu trinken. Und ich, nein, überhaupt kein Problem, das ist die beste Zeit. Das Frühstück ist schon ein bisschen her, man hat noch nichts gegessen, man hat ein bisschen Hunger, die Nase ist genau bereit dafür. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das war super, das war eine super... Eine Absolution quasi. Sehr gut. Ja, du musst auch so, wir sind ja öfter in Südtirol, da ist es auch, also wenn du da um 11 einen Aperitivo trinkst. Das ist wurscht, wann du trinkst, das ist völlig egal. Ja. Hauptsache, das ist schon zweistellig. Was mitgesehen? Zweistellig? Die Zahl, ja. Also die Uhrzeit sollte zweistellig sein, sonst ist es ein bisschen... Aber dann... Nee, also ich habe in meinem Studium auch fast nichts anderes gemacht, als da rumgehangen und Veneziano getrunken und Hugo und... Ich weiß sogar, ich habe einmal... Ich habe einmal betrunken eine Klausur geschrieben. Ich bin einmal, echt? Ja, das war in der Weihnachtszeit und es war auch noch eine italienische Klausur. Aber bei mir ist es so, wenn ich so leicht angetrunken bin, ist mein Italienisch viel besser als normal. Ja klar, man ist enthemmter, dann geht's schon. Voll. Also es sei denn, man ist total dicht, dann geht's natürlich. Und es war Glühweinzeit. Und die Klausur, die war erst um 17.30 Uhr abends. Das heißt, wir sind den ganzen Tag da rumgehangen, immer gelernt. Und dann draußen war direkt der Glühweinstand. Wir hatten eine Bar an der Uni. Cool. Uni Bozen kann ich jedem empfehlen, da habt ihr Spaß, wirklich. Super Mensa, immer Platz in der Bib und halt eine super geile Bar. Und da war eben dieser Glühweinstand und dann haben wir gedacht, ja, oh, jetzt da rumhängen, ne? Und dann ist die Klausur irgendwie nochmal eine halbe Stunde verschoben und dann haben wir ein bisschen Glühwein getrunken. Und dann war ich echt so, nee, das kann ich eigentlich nicht machen. Aber es war eine der letzten Klausuren ever in meinem ganzen Studium. Egal. Da habe ich gesagt, ach komm. Come on. Und sie waren im Endeffekt voll gut. Also, ja, hatte ja, dann 28 von 30 Punkten. Das war schon so richtig ein bisschen, also wenn man aufgeregt ist und so ein ganz bisschen angedüdelt zu sein, ist da gar nicht ganz unbedingt. Ganz ein bisschen so, hilft. Ganz macht leicht. Einen kreativ, ja. Macht einen sprachlich ein bisschen. Zu meiner Verteidigung bei der Promotion habe ich das auch gemacht. Man muss dazu sagen, ja sagen, oh Gott, Leute, versteht es nicht falsch. Ich will jetzt nicht dir Alkohol... Nee, natürlich nicht. Wie sagt man da? Aber ich persönlich bin jemand, ich trinke fast nie. Also wenn ich trinke vielleicht... Einmal Schluck. Im Monat ein Glas, wenn es hochkommt. Also ich kann auch Monate ohne gar nichts und ich vertrage auch überhaupt gar nichts. Aber ja, manchmal ist es halt schon lustig. Und du trinkst ja auch gern Wein, so wie ich das verstanden habe. Ja, also, schon, aber jetzt nicht die ganze Flasche, aber halt zum Genuss. Ja, ja, okay. Aber klar, wenn sie wirkt ja auch ein bisschen. Jetzt testen wir mal die Ambrett-Düfte. Ja. Okay. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also, hier ist jetzt das Ambrett absolut drin. Das ist der Fleur de Lalita von Dusita. Ich bin sehr gespannt, ob du es rausriechst. Jetzt, wo ich das pur gerochen habe, ich finde schon, dass man es merkt. Ich habe hier so ein Haar hängen. Das kitzelt mich. Ja, man riecht halt, dass das Moschus ist. Jetzt mache ich den mal kurz auf. Aber... Da ist mit Sicherheit ganz viel synthetischer auch drin. Das ist natürlich auch viel günstiger. Aber das hat voll die Blume drüber, gell? Da ist ja jetzt voll das Florale drüber, finde ich. Ja. Ich kann das kaum indische Ambretts haben. Und guck, was es auch hat. Ah, Galbanum ist drin, okay. Das rieche ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Vielleicht auch, weil ich es pur kenne. Wenn du es pur kennst, das ist die absolute Watschen. Wie man ich bin gleich gespannt, wir sprechen gleich noch über Galbanum. Also, das ist mir, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, das wäre mir zu ein bisschen zu kitschig. Zu kitschig, ja. Oder nicht kitschig, das oder halt zu, ist es. Ja, das ist so ein bisschen, das ist mir zu. Hast du recht. Das ist sehr, ein sehr sanfter, sehr, sehr unschuldiger Duft. Ja. Wie sagt man denn? Die Markeninhaberin, die heißt Pisara, das ist eine ganz süße, sind Thailänderin. Mhm. Und die hat, zu der passt es. Ja, das also. Ist überhaupt nicht kitschig bei ihr. Das ist genau. Genau, also das passt natürlich, das ist eine reine Geschmackssache. Dann habe ich jetzt noch einen, über den habt ihr im Chat gerade auch schon gesprochen. Und zwar nicht, hatte den vor zwei Wochen. Legst zu dir. Ich habe echt keinen Platz. Ja, leg's einfach daher. Den hatte der Herbert dabei vor zwei Wochen und den fand ich richtig gut. Das ist der Blanche Bête von Liquide Imaginaire.
Ah ja, milchig, eher so und das milchig, das ist echt, also ich bin gespannt. Ich fand den dann so toll und dann habe ich den Herbert gefragt, ob er mir einen Tester schickt. Und jetzt kam der und auch wieder ohne Deckel, ne? Das kennen wir von den Anfassflakons. Den lasse ich dich jetzt riechen, der ist sehr, du musst ein bisschen über das Milchige das wegkommen. Ist was, das ist was ganz Weiches, so wie das da. Genau, und was sehr irgendwie, finde ich, sommerlich sonnencremiges. Aber auch irgendwie, es hat auch diese ätherische Qualität von... Das ist gut, das gefällt mir. Von so einem Molekülduft, finde ich. Ja, und das gefällt mir echt gut. Gefällt dir gut? Mir knallst du sofort die Tonkabohne, also ich rieche als erstes die Tonkabohne. Mhm. Ich rieche als erstes die Milch und den Jasmin. Ich glaube, die Milch ist so ein Gesamt, ist so der bisschen so der Gesamteindruck, finde ich. Mhm. Und die Ambrettsamen rieche ich da tatsächlich schon. Da rieche ich das jetzt. Da kann ich es riechen. Mhm. Doch, darf ich auch nochmal pur riechen? Super. Also das finde ich jetzt echt spannend auch. Den finde ich toll. Find's gut? Ja. Der ist gerade sehr in aller Munde, habe ich das Gefühl. Ich habe kein Verlust liegen. Der olle Deckel ist wahrlich keine Augenweide, schreibt die Jane TJ. ich habe gestern auf Insta eine Umfrage gemacht, weil ich jetzt mal so ein Video plane zu sehr gehypten Düften. Und der Blanche Bett wurde auch oft genannt. Also manchmal sind Sachen... Manchmal ist es auch gerechtfertigt. Genau, weil manchmal werden Sachen gehypt, weil sie echt toll sind. Also ich habe, weiß ich mal, in Südamerika war ich mir gedacht, boah, muss ich da hin zu Machu Picchu, muss ich mir das echt anschauen, damit tausenden... Gut, damals waren es noch nicht so viele, aber... Und es ist wirklich so toll. Mhm. Es ist noch viel toller in echt, als man denkt, dass es ist. Aha. Ja, manche Sachen eben, man weiß es vorher. Es ist dann halt einfach toll und ich, wahrscheinlich ist es auch so mit den Pyramiden. Ich glaube, wenn man da davor steht, dann ist es wahrscheinlich auch. Okay, jetzt habe ich noch zwei, die probieren wir mal ganz kurz. Mhm. Ich merke schon, es wird wieder spät heute, es ist schon nach 10. Oh Gott. Der eine heißt Iris Torrefier von Guerlain. Mhm. Der hat auch Ambrette. Der hat auch so eine ganz dezente Kaffeenote drin. Der ist toll, ja. Ah, ja. Oh ja, das ist gut. Ist auch einer aus derselben Serie wie der hier. Super, sehr gut. Und dann habe ich noch Iris Nazarena von Alice de Venustas. Der hat auch... Ganz viel Iris-Düfte hast du auch. Ich finde, der ist sehr konkret. Der ist sehr, sehr plastisch, oder? Ja. Riecht ein bisschen nach Knete. Also noch... Nach Knete? Nach Knetmasse, finde ich. Ich weiß so, meine allererste Assoziation. Mhm. Ich glaube, seit 30 Jahren oder länger, ich hatte schon länger als 30 Jahre keine Knetmasse in der Hand. Ich hatte vor 3 Tagen welche. Ja, okay. Ein bisschen anderen Lifestyle als du. Ja, aber, schön, aber ja. gut. Ja. Nach guter Knetmasse riecht der. Ja, finde ich auch. Toll. Mhm. Gut. Doch. Okay, dann... Das heißt, wir müssen uns durchhetzen. Jetzt muss pass auf, wir hetzen jetzt nicht. Wir machen jetzt mal unser erstes Giveaway für heute. Und Leute, ich habe was so Cooles für euch. Da werden sich jetzt ein paar Leute freuen. Oder ich glaube, alle werden sich freuen. Ich wieder. Mensch, ey, das ist so nervig, diese scheiß Software.
Ich habe ja immer beim Giveaway, oh Mann. Nee, jetzt ist, sollte wieder alles gut sein. Ich habe schon sozusagen eine Lösung gefunden für diese Softwareausfälle. Ich werde jetzt nämlich mein Gerät wechseln, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu installieren und aufzusetzen alles. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt immer ausfällt, aber egal. So, aber diesmal habe ich es gleich gemerkt. Und zwar ist mir ein Wulongcha ins Haus geflattert. Ich weiß nicht genau, wie ich zu der Ehre gekommen bin. Und er war ja auch schon so oft auf meinem Kanal, dass ich das, glaube ich, okay finde, wenn ich den jetzt einfach so verschenke. Weil es gibt so viele Videos schon zu dem. Und ich habe ihn dich vorhin riechen lassen. Ne? Das ist dieser tolle, sehr tolle Oolong-Tee. Der Tee-Duft, ja. Und ich stehe total auf Tee. Ja, der ist so toll. Ich bin ein totaler Teetrinker, man muss sich outen. Toll. Der riecht wirklich nach Oolong. Schon, gell? Mhm. Ist schön. Ja, auf jeden Fall. Frage überlegen. Ich schreibe euch jetzt kurz die Regeln in den Chat. Moment. Gott, meine Tastatur ist schon ganz ölig, weil wir so viel gesprüht haben hier. Du musst so tippen, weil du gar keinen Platz mehr hast. Ja, das ist krass. Okay, also wir überlegen uns eine Frage. Oh, ich weiß, eine gute Frage. Okay, also wenn ich Go in den Chat schreibe, dürft ihr für den Wulongcha euch bewerben, sozusagen mit der Antwort. Wie heißt die deutsche Bezeichnung der Angelika? Go. Gute Frage, oder? Gute Frage. Ja, okay. David Siebert schreibt Engelswurz, aber ich glaube, es heißt Engelwurz, richtig? Das heißt nicht Engelswurz, es heißt Engelwurz. Das schauen wir jetzt gleich nach. Wir müssen es nochmal kurz nachschauen. Gib mal, Angelika Arch Angelika ein. So? Arch, genau. So? Ja. Okay. So, und dann einfach... Engelwurz ohne S. Engelwurz, ja. Ja, okay. Das bedeutet, die Katrin Potempa hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Katrin. Juhu. Ja, ihr seid richtig schnell. Richtig schnell. Genau. Also, erstes Giveaway. Jetzt machen wir noch kurz den letzten Inhaltsstoff. Ja. Und dann machen wir das zweite Giveaway. Alles klar. Void. Letzter Inhaltsstoff. Aber so ein cooles Giveaway hat man schon ewig nicht mehr. Das ist echt... Oh. Katrin, da hast du einen guten Schnapper gemacht gerade. Galbanum. Galbanum ist unser letztes. Also habe ich auch erst vor kurzem zum ersten Mal gerochen in pur und ich war erstmal leicht schockiert, wie das riecht. Mhm. Auch ein Doldenblütler. Ja, ein Doldenblütler. So schaut's aus, gell? Genauso wie die Angelika-Wurzel auch ein Doldenblütler ist. Die schauen, also die sind eigentlich unverkennbar. Ja? Die schauen fast immer so aus. Kommt vor allem aus dem Iran. Ich glaube, Iran ist auch wirklich das einzige Land, wo das Galbanum gewonnen wird. Und so in der Levante, also so Kleinasien, Libanon, die Gegend, da gibt es das, glaube ich, auch. Also geben tut es wahrscheinlich in mehreren Ländern, aber gewonnen wird es, glaube ich, wirklich nur im Iran. Mhm. Das dürfen sie scheinbar auch exportieren. Also es funktioniert offensichtlich, trotz irgendwelcher Sanktionen. Und das ist auch so... Das muss auch angeritzt werden. Also ich habe, so wie ich das recherchiert habe, ist das eine Wurzel. Ich habe das nie in echt gesehen. Ja. Die Wurzel wird angeritzt. Der obere Teil der Wurzel wird angeritzt und dann tritt dieses Harz, es ist auch ein Harz, tritt es aus. Und das besteht eben auch dann aus mehreren Bestandteilen, wovon man viele gar nicht brauchen kann. Das heißt, da muss dann auch wieder destilliert werden. Okay. Eigentlich genauso, wie man das auch beim Weihrauch zum Beispiel machen kann. Ich kann das Harz destillieren, dann kriege ich das ätherische Öl. Oder ich kann das Harz mit dem Lösungsmittel extrahieren, dann kriege ich ein Ricinoid. Und das ist eben dann reicher. Also das Ricinoid, da sind noch mehrere Stoffe drin, die nicht nur flüchtig sind, sondern dann ist es auch ein guter Fixateur. Mhm. Oder ich nehme das ätherische Öl, das sehr flüchtig ist. Und dann habe ich eben ein sehr reinhauendes, ein sehr diffusives Produkt. Okay. Und das ist eben bekannt dafür, extrem grün zu sein. Und das sind auch wieder mal nur so kleine Nebenstoffe, die Hauptdarsteller. Der größte Anteil sind ganz flüchtige Monoterpene, die sind eigentlich relativ gleich weg. Die riechen auch so ein bisschen zitrisch-waldig, die sind aber ganz schnell weg, ähnlich wie bei der Angelika-Wurzel. Mhm. Und darunter sind aber so kleine Moleküle, die auch
ja, wie soll man sagen, es sind so Schwefelmoleküle dabei, die Schwefel enthalten oder so ein Stickstoff, so heterozyklische. Und das sind oft Stoffe, die sind extrem intensiv, also da riechst du Spuren. Also, okay. Und die sind dann oft prägend. Also es gibt ja Stoffe, die riechst du in der Verdünnung, da kannst du, brauchst du bei anderen es Millionenfache teilweise. Okay, ja. Okay, krass. Und die sind eben da auch verantwortlich für diesen grünen Geruch. Ich glaube, ich nehme ein bisschen weniger. Es ist sehr grün. Galbanum ist so. Galbanum für mich ist immer, finde ich, chanelig. Ich weiß, dass Aldehyde das Steckenpferd von Chanel sind, aber ich finde Galbanum auch. Das ist so richtig, das hat was Madammiges für mich und immer. Und Iris auch. Mhm. Die Chanel-Marke steht auch ziemlich auf. Mhm. Auf der anderen Seite vorne. Das ist auch auf der Seite schon. Ja. Ja, das ist einfach so stark. Wow, ja. Es ist ähnlich wie Angelika vom Vibe her, ne? Also sehr herbal, ja. Nicht ganz so scharf, sondern mehr pudrig fast. Mhm. Bisschen weicher, aber auch so ganz bitter und süß. Ja, genau, bitter, und, ja, und medizinisch. Pflanzensaftig, ja, irgendwie. Genau. Hm. Genau. Also es spiegelt wirklich das wieder, wahrscheinlich auch, wie es gewonnen wird, aber es ist kühl, es ist frisch, es ist grün. Ich finde es ziemlich spannend. Mhm. Es ist echt ein spannender Inhaltsstoff. Und reichen kleinste Mengen, also man braucht dann, das glaub ich, kann man sehr gut überdosieren, cool, glaube ich, das Zeug, weil das ist wirklich... Und das wird, okay, pass auf, jetzt gebe ich dir meinen Galbanum-Duft hier. Da bin ich gespannt. Das ist auch ein Duft vom Herbert, das ist eine zweite Marke, die heißt Ugolini. Ach so, da gibt es noch eine zweite Marke. Roberto Ugolini, das ist ein florentinischer Schuhmacher, aber der Herbert entwickelt die Düfte für den. Und meiner Meinung nach ist das einer der edelsten, krassesten Damendüfte, die es so gibt. Oh ja. Gell? Wow. Weißt du, wie er heißt? High Heel White. Okay, ja. Aber stell dir vor, er hätte einen anderen Namen, dann könnte man den als Mann auch gut tragen. Gell? Ist ja unisex eigentlich. Ganz pudrig, aber drunter. Mhm. Ja, magst du mal die Noten sehen? Das ist toll. Der riecht toll. Sehr, auch wieder sehr parfümig. Ja, genau. Ja, also madammig auch, finde ich. Ja. Aber richtig. Also die ist reich, die den trägt. Die Dame. Muss sie es auch sein? Der hat, also die Bewertung hier, ich ganz ehrlich, Leute, Parfumo-Bewertungen, könnt ihr echt in die Tonne kloppen. 6,9 ist viel zu wenig. Maiglöckchen, ja. Viel stimmt, zu wenig. Stimmt, Maiglöckchen rieche ich da. Gell? Aber der ist doch top. Ja. Der ist was für eine sehr spezielle Zielgruppe, aber der ist von der Qualität her Wahnsinn. Galbanum riecht man, Maiglöckchen rieche ich voll. Ja. Die Iris riecht man auch, weil das ist pudrig drunter. Und ich finde, den Weihrauch kriegt man auch stark. Ja. Ja, toller Duft. Toller Duft, gell? Ich würde ihn vielleicht nicht nehmen. Er ist schon. Gut, jetzt weiß ich den Namen, aber. So, jetzt habe ich noch einen tollen. Boah. Und zwar. Der heißt Vol de Nuit von Guerlain. Warte, nehme ich ganz kurz. Riech bitte, du riechst es voll. Du riechst es voll raus. Also das ist das Galbanum pur. Also voll, ja, gell? Oder? Volle, ja, Kanone. Ja, das ist für mich der Galbanum-Duft schlechthin. Wow. Also so habe ich es bis jetzt bei keinem Duft heute gerochen, außer vielleicht bei der Vanille, die Zutat so krass rauszuriechen, das wie ist bei dem jetzt. Das Vol de Nuit Extra von Guerlain. Da habe ich... Da ist auch was Animalisches drin, oder? Animalisch? Nee. Ah, das ist das Jasmin, das ist Jasmin. Orangenblüte. Orangenblüte. Genau. Echt, die findest du ja, für die dich kann, animalisch? Ja, die kann was. Jasmin kann was Fäkal-Animalisches haben, wenn eine hohe Konzentration drin ist. Sambac, oder? Wenn er so fermentiert ist. Ja, ich glaube generell. Und das kann Orangenblüte auch, wenn es zu krass ist. Mhm. Oh, ich finde den so schön. Ich will immer noch einen Flakon. Nee, der sitzt der gefällt dir nicht. Okay, der ist gut, next. Sorry, Dini. Ja, man muss nicht entschuldigen. Rieche ich auch das Galbanum nicht so? Mir egal. Das ist mir doch egal. So, was habe ich hier noch? Ah, ich habe hier noch Untitled von Margiela. Wir haben ja vorhin über die Daniela Andrier gesprochen. Und die eben mit der Angelika so gut umgeht. Und das ist jetzt ein Duft, der hat Galbanum. Also auch von ihr. Der hat Galbanum in der Kopfnote und in der Herznote. Und Buchsbaum, wow. Also das wird mal, das wird dich schneiden, der Duft, glaube ich. Der liest sich schneidend. Pass auf. Da bin ich jetzt gespannt.
Der ist aber trotzdem smooth. Und war heute auch drin übrigens. Ah, also ja. Daniela Andrier ist heute, hätten wir heute einen Themenabend machen können mit ihr. Gut. Gell? Aber gut, aber haut mich jetzt, also der... Er haut mich auch nicht um. Der White Ich habe den auch noch nie gefeatured, weil ich nicht genau weiß, was ich zu dem sagen soll. Beziehungsweise, weil ich die Zielgruppe für den nicht so gut sehe. Ich finde, es ist ein okayer Duft. Aber man riecht... Er ist irgendwie sehr speziell, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, geh los und kauf dir den und trag ihn zu gut. Gelegenheit XYZ. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, man kann ihn irgendwann, also man kann ihn einfach so tragen, oder? Also ich finde einfach... Ja, aber er ist recht unaussagekräftig. Das stimmt. Finde ich. Und dann den hier habe ich dir auch schon mal gezeigt, das ist Iris Malikan. Der hat, glaube ich... Ist auch Galvanum drin. Ach, oder am Brett, ich weiß jetzt gar nicht. Schauen wir mal. Nee, Galvanum Absolu. Ah ja, genau, das ist eben dann das andere, das ist eben dann nicht das Öl, das ätherische Öl, das durch Destillation gewonnen wird, sondern das ist ein Lösungsmittelextrakt des Harzes dann. Und das ist dann eben fixierender. Mhm. Und dann hält es auch länger. Aber das ist schon was sehr Schokoladiges auch, gell? Ja, also, aber ja, das stimmt, ja, finde ich schon. Aber das Galbanum reißt es halt raus dann, finde ich. Das macht ihn, das macht es halt Galbanum, dann... Galbanum, finde ich... Doch, ein toller Rohstoff, stimmt. Jetzt macht kann immer ich mehr, edel. Also, das stimmt. So ein bisschen wie Opoponax. Das ist auch so ein Stoff, der so... Sagst du Opoponax? Sag mal Opoponax. Ich glaube, Opoponax hört sich aber netter an. Es hört sich so ein bisschen aztekisch an, Opoponax. Ja. Haben übrigens die Azteken die Vanille schon benutzt im sogenannten Chocolatl, das sie getrunken haben. Ja. Irgendein komisches Getränk aus Schokolade eben und aus Vanille. Cool. Muss furchtbar bitter gewesen sein, aber halt hocharomatisch. Mhm. Ich jetzt gerade erinnert an Schokolade, hört sich ein bisschen an Opoponax. Ari Marisch hat Illusionen von Bottega Veneta, ist Unisex. Ich finde den schon sehr feminin. Mhm. Auch gut, der Iris Malikan hat sich der so schon, ja, der schon riecht super. Richtiges ja, Meisterwerk. Riecht toll. Ja, mhm. Der ist toll. Sehr, sehr, sehr toll. So, und damit sind wir jetzt, glaube ich, am Ende mit unseren Rohstoffen, gell? Ja. Ich habe keinen mehr in petto. Ich habe nur das Eichenmoos-Stäbchen gesucht, aber das habe ich nicht mehr gefunden. Dann müssen wir fast noch. Müssen wir noch ein neues machen. Ein Giveaway machen. Achso. Eins ist noch übrig. Okay. Achso, ja, okay. Dann tu das. Okay, dann verlose ich jetzt noch ein Gourmand-Set fürs nächste Mal. Für nächste, nicht nächste Woche, sondern in 2 Wochen. Der Gewinner, der jetzt das Giveaway gewinnt, kriegt so eins zugesendet und kann dann live mitriechen in 2 Wochen. Und die Frage ist, oh, jetzt hatte ich gerade was im Kopf und jetzt ist es mir wieder entfleucht. Magst du eine Frage stellen? Eine mit einer eindeutigen Antwort. Eine mit einer eindeutigen Antwort. Ja, meine Tastatur spinnt gerade. Ja, okay. Oder soll doch ich mir eine überlegen? Ich glaube lieber du. Ich weiß, okay. Ich glaube lieber du. Über welche Parfümeurin haben wir heute mehrmals gesprochen? Go. Insbesondere, als wir über Galbanum und Angelika gesprochen haben. Ja, boah, die Ulrike Köhler war richtig schnell. Wie kann man das so schnell tippen? Ja, kann Wahnsinn. So schnell gar nicht denken. Ja, Daniela Andrie. Und es ist richtig geschrieben, glaube ich. Daniela Andrie. Genau, so schreibt man es. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ulrike. Du kriegst ein Gourmand-Set. Die Giveaway-Gewinner, schreibt mir bitte eine E-Mail mit eurer Adresse. Und bitte für das Gourmand-Set auch die Freigabe, dass ich deine Adressdaten weitergeben darf an die Perfume Collective, damit die dir das zusenden können. Genau, und ein Beweis-Screenshot eures YouTube-Users, damit ich weiß, dass ihr seid, wer ihr vorgebt zu sein. Genau. Ja, ihr seid schon echt flott. Also ich glaube, ich hätte auch keine Chance, wenn ich da bei meinen eigenen Giveaways mitmachen müsste. Nee, also ich würde mir, bis ich es gedacht habe, hat schon wer getippt. Und wenn ich dann fertig gedacht habe und ich müsste dann tippen, dann würde ich mich auch noch fair tippen. Also ja. Keine Chance. Ja. Was nee. War jetzt so dein Favorite-Duft des ganzen Abends? Also, dieser da. I hear white. Dieser da, dann der von Amouage, der Weihrauchduft. Genau. Purpose heißt er. Mhm. Mhm. Und der tolle Vanilleduft, dieser 28 da. Ah, und der Keyali, schau her.
Die drei würde ich sagen, sind meine Gewinner, mhm. Obwohl wirklich eigentlich alle, wirklich, also fast alle gut waren. Also ich fand... Welchen fandst du richtig schlecht? Den Voldemort, der hat dir gar nicht gefallen, gell? Welcher war das? Das war der Galbanum-Duft. Der so ein bisschen, ja genau, der so ein bisschen kitschig war, oder? Wo ich gemeint habe, der ist kitschig. Wo du gesagt hast, animalisch oder so. Ja, der war nicht so meins, das stimmt. Hm. Der war nicht so meins. Naja, okay. Und gut, dieser, also. dieser Blanche-Bett, der war auch ganz toll, ja. Der milchige, ja. Ja, richtig. Doch, ja, nee, es gibt schon echt ganz viele, Mensch. Wow. Ja. Also. Voll cool. Vielen Dank, dass du heute wieder hier warst, Marcel. Danke für die Einladung. Das war sehr spannend. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Das ist immer, immer super. Ich lerne hier mehr, als wenn ich daheim im schönen Kämmerchen hocke, auf alle Fälle. Ja, besser ist es. Wir auch. Und ich bin wieder eine Vanillepflanze reicher geworden heute. Du kommst nochmal, gell? Ich komme nochmal, ich weiß aber nicht wann. Das müssen wir noch ausmachen. Das werden wir rausfinden. Ja. Thema war da, glaube ich, wie es Riechen funktioniert. Da muss ich genau. mich noch gut das, einlesen. Das finde wow. ich, das Thema wollte ich eigentlich schon früher machen, aber das hat der Marcel immer rausgeschoben. Er hat aber gesagt, nee, da muss er noch mehr lesen dazu. Da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Ich weiß es ein bisschen, aber ja, man sollte sich ein bisschen auskennen. Wenn man gescheit daherredet, ja. muss man auch ein bisschen was... Wie funktioniert Riechen? Das ist doch echt super spannend. Also... Das wird richtig cool. Dafür machen wir noch einen Termin aus. Genau. Der wird in nicht allzu ferner Zukunft liegen wahrscheinlich. Und genau, ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen. Vergesst nicht, bei den Duftstars zu voten. Für mich natürlich, bitte. Und ja, dann danke, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt, trotz Fußball. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.